Liebe Gäste, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem Workshop, der den fragenden Titel trägt: Welche politischen Konzepte braucht die Vielfaltsgesellschaft? Mein Name ist Lucie Chibout. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Rechtskulturen an der Humboldt-Universität und am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Und mit Fragen von inklusiven Vielfaltsgesellschaften beschäftige ich mich schon eine ganze Weile. Ich habe Gender Studies und Islamwissenschaften studiert und bin seit mehreren Jahren Trainerin im Bereich Antidiskriminierung und Diversity. Ich habe heute die Ehre, diesen Workshop zu moderieren, und ich freue mich ganz besonders, drei ganz spannende ReferentInnen hier willkommen zu heißen. Zum einen Frau Dr. Susanna Kahlefeld, Herr Karl Möhl und Judy Gummich. Alle drei haben sich bereit erklärt, kurze Impulse zu setzen, die die Diskussion in den nächsten 2 Stunden sicherlich sehr anregen werden. Und ich werde die Referentinnen in wenigen Augenblicken auch noch ausführlich vorstellen. Zunächst aber ein paar kurze Hinweise zum Ablauf und zu den Rahmenbedingungen, die wir hier während des Workshops haben. Einmal wird der Ablauf so gestaltet sein, dass wir zunächst nacheinander kurze Inputs von den ReferentInnen hören werden. Im Anschluss daran wird es ein kleines Gespräch hier unter diesen 3 Personen geben. Und dann sind Sie ganz herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen, sodass es tatsächlich auch einen Workshop-Charakter hat. Also das Thema der Tagung ist sozusagen auch programmatisch für diesen Workshop: Inklusion und Partizipation. Und deswegen war auch eigentlich geplant, hier so eine Art Fishbowl-Diskussion zu haben. Das können wir jetzt aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht ganz umsetzen. Wir orientieren uns aber daran. Und es gibt hier, wie Sie sehen, 2 freie Stühle. Und Sie sind ganz herzlich eingeladen, sich zu beteiligen, indem Sie nach vorne kommen und einfach Teil des Podiums werden. Das heißt, wenn Sie eine Frage haben, eine Anregung, einen Beitrag machen wollen, kommen Sie nach vorne. Sie können auch ein bisschen hier sitzen bleiben und sich an der Diskussion beteiligen. Und wenn sozusagen jemand anderes dann möchte, dann beenden Sie Ihren Gedanken, machen den Platz frei, sodass wir hier auch einen Austausch untereinander etablieren können. Falls das jetzt zu viel Information auf einmal waren, keine Angst, das werden Sie, ist ganz leicht, das kriegen Sie dann schon auch mit. Dann zu den Rahmenbedingungen ganz kurz. Wir sind live im Internet per Livestream. Gerade auf Sendung. Dann, wie Sie sehen, haben wir hier 2 Gebärdensprachdolmetscherinnen, die alles Gesprochene übersetzen. Und es gibt zusätzlich auch die Möglichkeit zur Schriftmittlung. Wenn Sie da Bedarf haben, würden Sie sich bitte an die Kollegin Julia Brilling wenden. Das können wir organisieren. Sitzt sie nicht da hinten? Genau. Ja. Ganz wichtig, das gilt für die Referentinnen und für Sie im Publikum, dass wir versuchen, den Workshop zu entschleunigen und langsam und deutlich zu sprechen, um die Arbeit der beiden Übersetzerinnen auch zu erleichtern und zu unterstützen. Und dann sehen Sie hier hinten, dass es alles, was hier gesagt wird, grafisch protokolliert wird. Dass Sie sich nicht wundern, was da passiert. Ich bin da ganz gespannt, ich kenne das auch noch nicht, was dann am Ende zu unserem Workshop hier protokolliert worden ist. So viel also zum Ablauf und zu den Rahmenbedingungen. Und dann kommen wir jetzt zu dem Inhalt. Welche politischen Konzepte braucht die Vielfaltsgesellschaft? Das ist also eben die Frage, die uns in den kommenden 2 Stunden beschäftigen wird. Und wie Sie in der Ankündigung zu diesem Workshop lesen konnten, beinhaltet die Frage verschiedene Dimensionen. Und ich würde nochmal 2 herausgreifen, die wir vielleicht dann in der Diskussion auch vertiefen können. Zum einen ist es der Begriff der Vielfaltsgesellschaft, also das Miteinander von Menschen. Und ich würde mich gerne mit Ihnen darüber austauschen, was diese Vielfaltsgesellschaft eigentlich kennzeichnet. Also, wer lebt in dieser Vielfaltsgesellschaft? Wie leben Menschen darin? Ist diese Vielfaltsgesellschaft eine soziale Realität? Und wie sieht diese Realität dann an verschiedenen Orten aus? Also ist das die gleiche Realität in Berlin, Jena oder Ludwigsburg oder in Berlin, Köpenick, Charlottenburg, Dahlem, Kreuzberg? Oder ist diese Vielfaltsgesellschaft eine politische Utopie,
ein Ziel für die Zukunft? Und warum sollte sie das Ziel sein und wie ist sie gestaltet? Wer sind die Menschen, die Vielfalt bringen, machen, wie auch immer? Und welche Differenzen machen den Unterschied, ob jemand inkludiert oder ausgeschlossen wird? Das wären so Fragen, die mir dazu einfallen. Eine weitere Dimension der Frage des Workshops ist die der politischen Konzepte. Auch da gibt es schon eine ganze Reihe, Stichwort Menschenrechte, Antidiskriminierung, Diversity Management, Gender Mainstreaming, Gleichstellung, Antirassismus, Integration, Barrierefreiheit, Quoten, Schwulen, Lesben, Trans, Inklusion und so weiter und so weiter. Also sind das Konzepte, die die Vielfaltsgesellschaft braucht? Welche Geschichte steht hinter diesen Konzepten? Welche Potenziale und Herausforderungen sind mit diesen Konzepten verbunden? Und ist dieser Inklusionsbegriff, den diese Tagung hier versucht stark zu machen, tatsächlich was Neues? Ergänzt er diese Konzepte? Wie arbeitet er mit denen? Oder wie es eben im Programmheft heißt, wie geht Inklusion und wie sieht erweiterte Barrierefreiheit aus? Also die Liste der Fragen ist lang und erweiterbar und zeigt, dass wir ein ganzes Stück Arbeit vor uns haben für die kommenden 2 Stunden, wenn wir diese Fragen beantworten wollen. Und da ist es einmal sehr gut zu wissen, dass wir mit 3 ausgezeichneten ReferentInnen hier ausgestattet sind, die sicherlich ganz spannende Antworten auf diese Fragen haben und auch ganz viel Erfahrung mitbringen. Ich darf also vorstellen, Frau Dr. Susanna Kahlefeld ist seit 2011 Abgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Und auf ihrer Homepage ist zu lesen, dass ihr Anliegen ist, eine gelungene Integration in Berlin zu erreichen. Integration bedeutet für sie gleichberechtigte Teilhabe für alle, die in Berlin leben. Und deshalb setzt sie sich für Bildung und Arbeit, politische Mitbestimmung wie das Wahlrecht auf kommunaler Ebene für alle sowie eine humanitäre Asyl- und Flüchtlingspolitik ein. Susanna Kahlefeld ist promovierte Philosophin und Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache und sie wird unser Podium mit Einblicken in und Erfahrungen aus dem politischen Tagesgeschäft bereichern. Karl Möhl ist Leiter des Referats Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ADS. Die ADS ist eine unabhängige Anlaufstelle für Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, wurde 2006 eingerichtet, nachdem das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, sogenannte AGG, in Kraft getreten ist. Karl Möhl studierte Kulturwissenschaften in Berlin und London. Und bevor er 2007 zur ADS kam, arbeitete er bei der Deutschen Welle im Bereich Neue Medien. Und ich denke, er wird unser Podium als aus einem spezifisch medialen Blick auf Öffentlichkeit und Antidiskriminierung bereichern. Zu meiner Linken, Julie Gummich, ist freiberufliche Diversity-Trainerin und Beraterin und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Menschenrechte im Bereich Menschenrechtsbildung, Inklusion und Diversity. Sie arbeitet auch ehrenamtlich bei Eltern beraten Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung. Und darüber hinaus ist sie Menschenrechtsaktivistin mit mehr als vierteljahrhundertjähriger Erfahrung in unterschiedlichen nationalen und internationalen Selbstorganisationen, Organisationen und Netzwerken zu Antirassismus, Migration, Integration, Frauen, Gender, Beeinträchtigung, sexuelle Identität, interkulturelle Kompetenz sowie zu intersektionaler Diskriminierung. Und mit diesem Schatz an langjährigen Erfahrungen in der Menschenrechtsarbeit wird Judy Gummich unser Podium bereichern. So viel von meiner Seite. Ich freue mich, das Wort zunächst an Frau Kahlefeld zu übergeben. Ja, vielen Dank für die freundliche Ankündigung und Vorstellung und vielen Dank für die Einladung. Ich bin eingesprungen für einen angekündigten Vertreter von Deutsch Plus, Initiative für eine plurale Republik. Das bringt es mit sich, dass wenn Herr Dilmagani hier sitzen würde, Sie einen Vertreter des Senats hätten, der sicherlich die Senatspolitik hier vorgestellt hätte. Stattdessen sitzt jetzt jemand aus der Opposition hier, also Sie bekommen nicht nur jemand aus einer anderen Einrichtung, sondern auch mit einem anderen Blickwinkel auf die Berliner Politik. Und ich möchte mich tatsächlich an die Vorgabe halten, welche politischen Konzepte braucht die Vielfaltsgesellschaft. Also ich möchte über die politische Dimension sprechen. Politische Konzepte, das heißt erstmal nicht,
Das sind erstmal nicht die engagierten und herausragenden Akteurinnen, die hier in der Stadt das Zusammenleben in Vielfalt voranbringen. Also zum politischen Konzept gehört nicht die wunderbare Arbeit von Schermin Langhoff zum Beispiel oder von Leuten wie Neukölln Import, die ein Netzwerk für dort lebende Künstler aufgebaut haben. Das sind Akteure in der Gesellschaft. Zum politischen Konzept gehört nicht, über die das ich sprechen will, erstmal die Arbeit von Kasim Erdoğan, die ich sehr gut kenne, oder der Betreiber des Cafés Ole in der Bodinstraße in Neukölln. Das ist ein Herr Seetzer, der taub stumm ist, also nicht reden und nicht hören kann und trotzdem dieses Café betreibt, was ganz schnell zu einem sozialen Mittelpunkt in der Bodinstraße geworden ist. Und zu dem politischen Konzept würde eigentlich auch nicht das Netzwerk Deutsch Plus gehören, weil das ein Teil der aktiven Bürgerschaft ist. Ich komme darauf zurück, warum ich das so unterscheide. Unter anderem deswegen, weil ich finde, dass Politik die Arbeit der engagierten Akteurinnen und Gruppen nicht für sich vereinnahmen kann, sondern das sind zwei Paar Schuhe. Man muss sich in ein bestimmtes Verhältnis zueinander setzen, wenn man verantwortlich politische Arbeit machen möchte. Also die politischen Konzepte für die Vielfaltsgesellschaft, nach denen hier gefragt wird, sind aus meiner Sicht Konzepte, die eine politische Partizipation ermöglichen, also die Partizipation aller Bürgerinnen, und da meine ich jetzt nicht die Staatsbürgerinnen und auch nicht die, also nicht nur die, die den deutschen Pass haben, sondern ich meine die Wohnbevölkerung, die eine politische Partizipation an allen großen Projekten dieser Stadt ernsthaft ermöglicht. Zu politischen Konzepten gehört auch, die Voraussetzungen zu schaffen für, ich sage das mal so altmodisch, soziale Gerechtigkeit und die Voraussetzungen sozialer Partizipation, also alles, was auch mit Umverteilung zu tun hat. Auf diesen beiden Gebieten, das kann ich aus der Sicht der Oppositionspolitikerin nur immer wieder sagen, hat man es vor allen Dingen kommt der Widerstand vor allen Dingen aus den Reihen von Leuten, die ihre Privilegien verteidigen und ihre Gewinnchancen, die sie bisher daraus gezogen haben, dass sie politisch bestimmt haben, dass sie Einfluss auf die Politik genommen haben und bei der sozialen Gerechtigkeit und den Voraussetzungen sozialer Partizipation brauche ich, glaube ich, nicht erklären, wer da den Widerstand leistet. Das dritte politische Konzept, also genuin politische, wäre eine Öffnung der Verwaltung, der Schulen, der Einrichtungen zu schaffen. Die politische Ebene ist für die Arbeit der Verwaltung zuständig, hat sie zu kontrollieren und auch zu leiten. Dazu gehören auch so Dinge wie die Einführung einer anonymen Bewerbung. Das versuchen wir im Moment im Abgeordnetenhaus für die Berliner Verwaltung und auch für die Unternehmen mit überwiegender Landesbeteiligung zu erreichen. Dann gehören zur politischen Ebene viertens alle Regelungen, das ist allerdings nicht Landesebene, sondern das muss zumeist auf der Bundesebene geschehen, Regelungen, die die Zuwanderung und transnationale Lebensentwürfe erlauben. Also das ist hier nicht das Thema, weil das kein Berliner Thema ist. Aber wir können nicht in Deutschland versuchen, als vielfältige Gesellschaft voranzukommen und zugleich die Grenzen geschlossen halten. Es ist immer noch kaum möglich, nach Deutschland reinzukommen, außer wenn man heiratet oder sehr, sehr hochqualifiziert ist oder als Flüchtling und dann aber hier ewig in Duldung leben muss und warten, bis man anerkannt wird. Umgekehrt, erst warten, bis man anerkannt wird und dann ewig in Duldung. Also man kann sich nicht abschotten, kurz gesagt, wenn man hier als vielfältige Gesellschaft glaubwürdig leben will. Und zur Abschottung gehört nicht nur das Reinkommen, sondern auch, dass man rein und wieder raus kann. Das tun immer mehr Menschen, die temporär hier leben, vielleicht hier aufgewachsen sind und dann woanders leben wollen und zurückkommen. Also dafür braucht man gesetzliche Voraussetzungen. Und der letzte Punkt, der wichtig ist und ein Querschnittsthema für die Politik, ist eine aktive Antidiskriminierungspolitik. Da sage ich jetzt nichts zu, muss ich zum Glück nicht.
sondern dass ich hoffe, dass da noch was zukommt. Ich würde gerne kurz was zu den einzelnen Punkten sagen. Also eine ernsthafte Bürgerbeteiligung zu organisieren, gehört zur Gestaltung der Vielfaltsgesellschaft. Wenn ich mir nämlich darüber Gedanken mache, wie ich zum Beispiel an einem Sanierungsgebiet, ich bleibe mal bei den Dingen, wo ich mich bis ins Detail auskenne, damit ich nachher auch auf Fragen antworten kann, zum Beispiel ein Sanierungsgebiet in der Sonnenallee, wo Sie, wie Sie wissen, sehr viele arabische Läden sind und eine sehr gemischte Bevölkerung, da ziehen jetzt die ganzen jungen Griechen und Spanier hin, man hört dort sehr viel Französisch. In einem solchen Sanierungsgebiet eine Bürgerbeteiligung ernsthaft zu organisieren, dass die Menschen, die da auf Dauer bleiben wollen, durch die Aufwertung und die Sanierung nicht vertrieben werden, bedeutet, sich darauf einzustellen, wie man die verschiedenen dort lebenden Gruppen anspricht, so dass sie zueinander finden können. Was also gar nicht geht, ist einfach nur eine Website machen, wo die Pläne schön bunt, so dass ein Architekt sie lesen kann, dargestellt sind. Und dann kann man möglichst per E-Mail Vorschläge machen oder man kann so über Like It irgendwelche Optionen anklicken. Und ich kann Ihnen sofort sagen, wer aus diesem Gebiet sich dazu gar nicht äußern wird. Man kann auch nicht irgendwo in den Rathausnachrichten zur Versammlung einladen der Bürger und wundert sich dann, wer da alles nicht gekommen ist, sondern man muss hingehen, man muss sich überlegen, wie gehe ich auf die Ladenbesitzer zu, wie gehe ich auf die jungen Zugezogenen zu, sind das nur Studenten oder Leute, die bleiben und. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber Sie sehen, eine ernsthafte Bürgerbeteiligung, wo die vielfältige Menschen wirklich an einem Projekt, was sie gemeinsam verbindet, nämlich dieses Sanierungsgebiet zusammenarbeiten können, da muss man wirklich nachdenken und Intelligenz rein investieren. Partizipation heißt auch, dass die Leute nicht nur partizipieren können im Sinne von Teil sein, sondern es geht auch um Teilhaben und Haben hat was wirklich mit Haben, mit Materialität zu tun. Es geht nicht nur die Meinung abzufragen und zu sagen, wie schön jeder, sondern Partizipation hat auch was damit zu tun, dass man an die Ressourcen kommt, dass die Fleischtöpfe unter der Vielfalt aufgeteilt werden und nicht nur einige große Zugriff drauf haben. Also eine ernsthafte Partizipationspolitik bedeutet eine Förderpolitik in der Kultur, in der Bildung und in der Integrationsarbeit, in der Selbstorganisationen unterstützt werden und nicht Fürsprechertum und Repräsentanz gefördert werden. Repräsentanz, die sehr oft in Ausbeutungsverhältnisse umschlägt. Wenn ich zum Beispiel als großer Verein, Sie wissen, im Moment gibt es sehr viele Projekte für die Roma hier in der Stadt. Und jetzt ist der große Run der großen Träger losgegangen, Roma-Projekte zu machen, weil das eine wunderbare Einnahmequelle ist. Und deswegen schiebt man entweder jemand vor, der eine dieser Sprachen sprechen kann, die Roma sprechen, die sind ja meistens zweisprachig. Also man hat dann mit irgendjemand aus Kroatien Glück und kann den behaupten, der hat Zugang zur Community, weil er die Sprache kann. Oder man stellt vielleicht einen Rom ein oder eine Rom und hat damit den Zugang, den sogenannten Zugang zur Zielgruppe und dann wird damit verdient. Also eine Teilhaben heißt eine Förderpolitik, die die Selbstorganisation unterstützt und sich den Tort antut, die kleineren Projekte so zu unterstützen und Empowerment zu leisten. Und ich finde das überhaupt nicht paternalistisch, eine ordentliche Abrechnungsstelle als Service zur Verfügung zu stellen, dass nicht nur die Großen partizipieren. Das ist politische Arbeit, aber auch da kämpft man natürlich gegen die, die etabliert sind und die ihre Privilegien und ihre Gewinnchancen verteidigen werden. Also kurz gesagt, Partizipation heißt, es geht der Run los auf die Ressourcen, auf die Bildung, in Bildung, bei den Jobs und beim Aufstieg. Und das ist politisch zu vermitteln. Die Öffnung, kurz zur Öffnung der Verwaltung, auch das ist ein schwieriges Thema, weil gerade Schulen und Verwaltungsapparate wie so Ozeandampfer mit ganz glatten Wänden, an denen niemand raufkommt und deren Innenleben auch niemand eigentlich kennt
und dieses Innenleben bleibt weitgehend unberührt, in dieser vielfältiger werdenden Gesellschaft so herumschwimmen. Und das kann so auch nicht sein. Die fatalen Auswirkungen, gerade in der Schule und in der Bildung, können wir sehen. Gucken Sie für mich auf die Uhr, ich habe das jetzt nicht gemacht. Danke. Okay. Ich würde dann noch ganz schnell, um eine vernünftige Partizipationspolitik auch evaluieren zu können und nicht nur zu gucken, wie hat sich denn das Gefühl so verändert, die profitieren, fühlen sich immer gut und die anderen werden kritisieren, ist ein vernünftiges Monitoring aller Maßnahmen unbedingt erforderlich. Müssen intelligente Prüfsteine entwickelt werden, um wirkungsvolle Antidiskriminierungsmaßnahmen in der Politik, aber auch wenn man versucht, soziale Durchlässigkeit herzustellen, zu messen, also wie viele Leute haben den Aufstieg geschafft in der Verwaltung, sitzen auf welchen Jobs. Und es wäre schön, wenn das nicht nur in die Partizipationskonzepte reingeschrieben würde, wie wir das hier in Berlin gemacht haben, wie das der vorherige Senat gemacht hat, sondern wenn diese Zahlen dann auch wirklich erhoben würden, was hier leider seit vielen Jahren einfach nicht geschieht. Also ein vernünftiges Monitoring und sich dann auch die Arbeit machen, die Zahlen wirklich zu erheben. Das hat auch mit Datenschutz zu tun und damit, wie kategorisiert man jemanden. Da muss man sich vielleicht darauf einlassen, den Migrationshintergrund mal zu erheben, um an bestimmte Zahlen zu kommen. Das muss man aber diskutieren. Vielleicht sollte man es an anderen Stellen lassen. Aber diese Diskussion müssen wir dann auch führen, wenn wir das gemeinsam wollen. Zur Politik des Umverteilens muss ich nichts mehr sagen. Ich bin sehr glücklich, dass wir es heute Morgen so konsensuell hier auf dem Podium doch alle so gesehen haben. Ganz kurz zu dem Bezirk Neukölln, in dem ich, bevor ich ins Abgeordnetenhaus gekommen bin, viele Jahre in der Bezirksverordnetenversammlung war, aber auch in vielen, vielen kleinen Projekten mitgearbeitet habe. Ich sehe den sozialen Druck und die Verarmung in meinem Bezirk durch den Wegfall der Industriearbeitsplätze, durch den Einstellungsstopp für Lehrer, dramatische Einsparungen bei der Jugendarbeit und in den Jobcentern arbeiten Menschen, für die diese Arbeit im Jobcenter selbst auch nur eine Maßnahme ist, die sie zeitweilig aus der Arbeitslosigkeit hilft. Was ich aber nicht sehe in meinem Bezirk Neukölln seit über 15 Jahren, ist ein Rückgang im Engagement für das Gemeinwesen. Ich lebe da und ich bin da engagiert und ich kenne die einzelnen Personen und Akteure. Für mich ist dieses gruselige Buch, was im Moment kursiert, wie ein Schlüsselroman. Ich weiß zu jedem, der da anonym zitiert wird, wer dahinter steckt und was der wirklich gesagt hat oder nicht. Ich sehe aus meiner Erfahrung, dass keinen Rückgang, trotz dem weiter Auseinanderklaffen der sozialen Schere in Deutschland, so schlimm wie in keinem anderen europäischen Land. Und dieses Engagement im Bezirk ist so vielfältig, wie die Gesellschaft dann im Ganzen in Deutschland sein sollte, wie ich es mir wünschen würde. Und wie sie aber noch lange nicht ist. Und ich nenne hier nur Namen. Man soll ja immer so Name-Dropping machen, um etwas aufzuwerten. Und das tue ich hier sehr, sehr gerne. Den Verein Morus 14 zum Beispiel würde ich nennen. Die bekommen keinen Cent staatliche Unterstützung und machen eine wunderbare Arbeit für die Kinder. Ich würde gerne meine Freundin Ignor Gümüş hier nennen, die seit Jahren es schafft, Jugendliche in Pflegeberufe so fit zu machen, dass sie in Pflegeberufen arbeiten können. Ich kenne die Arbeit von Al-Hulé und so weiter und so weiter. Und ich möchte zum Ende noch sagen, weil mir das im Moment als Neuköllnerin so auf den Nägeln brennt, wir, die wir im Kiez arbeiten, machen diese Politik, wie ich sie genannt habe, oder ich fühle mich da unterstützt. Und wir lassen uns von den rassistischen Diskursen, die im Moment dominant sind, auch nicht spalten. Vielen Dank für diesen sehr anregenden Impuls. Ich hoffe, dass wir auf ganz viele Punkte gleich in der Diskussion noch vertiefend eingehen können. Vorerst übergebe ich das Wort an Herrn Mühl. Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes seit 5 Jahren beschäftigt mit Öffentlichkeitsarbeit.
Sie haben vorhin ja, wenn Sie da waren, schon gehört, was wir machen. Insofern werde ich jetzt in den einleitenden Worten noch nicht sehr stark eingehen, nur auf den Öffentlichkeitsarbeitsbereich, nur punktuell, aber später in der Diskussion schon. Für uns ist grundlegend in aller politischen Arbeit, die für Teilhabe und gegen Diskriminierung, der sogenannte horizontale Ansatz oder auch mehrdimensionale Ansatz. Das heißt also, dass alle Diskriminierungsgründe, die zum einen im Gesetz stehen, über diesen Katalog, der dort steht, kann man dann ja auch nochmal diskutieren, für uns gleich schützenswert sind. Das klingt erstmal relativ theoretisch, konkret heißt das aber auch, dass wir arbeiten und dass wir es wichtig finden, dass generell daran gearbeitet wird, dass die vielen Minderheiten oder auch Mehrheitsgruppen, die hinter diesen Diskriminierungsgründen stehen, dass die zusammenarbeiten. Vielleicht kann man sagen, über den eigenen Tellerrand schauen oder aber auch in Mehrdimensionalitäten innerhalb der eigenen Gruppen zu sehen und auch dort Diskriminierungen zu diskutieren. Das halte ich für ganz grundlegend und das prägt auch unsere Arbeit in der Antidiskriminierungsstelle. Das ist ein Ansatz, der in vielen Verbänden, Organisationen, Nichtregierungsorganisationen auch schon angekommen ist. Im politischen Raum ist er meiner Meinung nach bisher viel zu wenig angekommen. Für uns ist natürlich auch grundlegend, dass die Gesetzgebung gegen Diskriminierung gestärkt wird und mit Leben gefüllt wird, in der Realität auch wirklich ankommt. Das heißt natürlich einerseits, dass also wir haben ein Bundesgesetz, dass auch in den Ländern geschaut wird, wie ist dort eigentlich die Gesetzgebung in Diskriminierung, wie sind die Schulgesetze, wie wird dort auf Diskriminierung eingegangen, ganz wichtiger Bereich auch. Für die Gesetzgebung auf Bundesebene lässt sich ganz klar sagen, dass das Gesetz mit stärkeren Sanktionen versehen werden muss. Also Diskriminierung kann kein Kavaliersdelikt bleiben. Also die härteste Strafe, die man erwarten kann, wenn man beispielsweise jemandem beim Bewerbungsverfahren sagt, also meinetwegen Türken stellen wir hier nicht ein, ist, dass man 3 Monatsgehälter zahlen muss und das auch nur, wenn es tatsächlich zu einer Klage kommt. Und da sind wir auch gleich schon beim nächsten Punkt. Es ist im deutschen Antidiskriminierungsrecht so, dass Betroffene, in dem Fall, eigentlich mag ich den Begriff nicht, persönlich und alleine klagen müssen, mit dem persönlichen Klagerisiko auch, denn eine Klage kann man ja auch verlieren. Gerade Diskriminierungen sind ja oft schwer nachzuweisen, denn so einen klaren Satz, wie ich ihn eben genannt habe, werden ja die wenigsten Arbeitgeber und Personaler wirklich aussprechen, sondern sie werden sich vielleicht denken und dementsprechend handeln. Das heißt also, das Risiko zu klagen ist durchaus in vielen, vielen Fällen hoch, das nachweisen zu können, und das Risiko liegt bei den einzelnen Leuten. Das heißt, wir von der Antidiskriminierungsstelle fordern also, dass es ein Verbandsklagerecht eingeführt wird. Das heißt also, dass anerkannte und registrierte Organisationen, die sich mit Diskriminierung beschäftigen, den Betroffenen beiseite stehen können, auch vor Gericht, und für die Klagen auch durchführen können. Wir könnten uns das auch gut vorstellen. Ich glaube, es ist sogar eine offizielle Forderung von uns, dieses Klagerecht auch für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes einzuführen. Nichtsdestotrotz, so oder so will ich sagen, wichtig ist es, dass die Betroffenen nicht alleine stehen, den gesetzlichen Regelungen nach. Dann denke ich, hatte es eben schon mal angeschnitten, wir haben ja im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 6 Merkmale, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Alter, Behinderung und sexuelle Identität. Eine gesellschaftliche Diskussion darüber, eine politische Diskussion, ob diese dort im Gesetz abschließend genannten Merkmale ausreichend sind, halten wir durchaus für sinnvoll. Wir fordern beispielsweise, dass klargestellt wird, dass chronische Krankheit davon umfasst ist mit dem Begriff Behinderung. Wir haben sehr viele Anfragen, auch aus dem Bereich beispielsweise von HIV-Positiven, die Diskriminierung in der Arbeitswelt erleben. Und wir denken, es ist ganz eindeutig, dass das sozial nicht erwünscht ist, dass diese Menschen diskriminiert werden. Auch andere chronische Krankheiten, wie beispielsweise Diabetes. Und das sollte klargestellt werden. Vor Gericht ist das bisher nicht so klar.
Das sind so ein paar Punkte. Es gibt noch weitere Fragen, die man sich beschäftigt. Achso, ich wollte zu den Merkmalen. Ich habe chronische Krankheit genannt. Wir hatten heute ja in dem Vormittag ja ausführlich die Diskussion darüber, ob Antidiskriminierungsarbeit oder Gesetzgebung oder die Arbeit an eher materiellen Fragen der sozialen Gerechtigkeit das wichtigste Arbeitsfeld sein. Da hatte ich auch schon mal erwähnt, dass es beispielsweise in Frankreich, aber auch in einigen anderen europäischen Ländern durchaus einen gesetzlichen Diskriminierungsgrund gibt, der dort eben soziale Herkunft oder auch sozialer Status, hat durchaus auch nochmal unterschiedliche Implikationen, heißt. Auch das, darüber kann es eine gesellschaftliche Diskussion geben, ob das eben auch Teil des Antidiskriminierungsrechts werden sollte, dass Deutschland ein Land ist, in dem die soziale Durchlässigkeit erhöht werden müsste. Das steht, glaube ich, außer Frage. Also viele Studien zeigen ja, dass Deutschland eines der Länder ist in Europa, in dem es am schwierigsten ist, wenn man einen armen Hintergrund hat, in höhere gesellschaftliche Schichten aufzusteigen, auch in den nächsten Generationen. Ansprechen möchte ich, was die Antidiskriminierungsgesetzgebung betrifft, auch noch den Paragraph 9 des AGG, auch bekannt als Kirchenklausel, der ungefähr, ich habe es jetzt nicht wörtlich im Kopf, heißt, dass Kirchen von dem Gesetz ausgenommen sind, gemäß ihrem eigenen, also nicht nur Kirchen, sondern Religionsgemeinschaften von dem Gesetz ausgenommen sind, gemäß ihrem eigenen Selbstverständnis. Auch darüber würde ich mir eine gesellschaftliche Diskussion wünschen. Es ist auch bis heute nicht wirklich klar, ob das in dieser diese sehr breite Ausnahme, die den Religionsgemeinschaften dort eingeräumt wurde, überhaupt europarechtskonform ist. Man muss sich vor Augen führen, dass nach dem öffentlichen Dienst in Deutschland die beiden christlichen Kirchen der größte Arbeitgeber sind. In vielen Bereichen, beispielsweise in Süddeutschland, in der gesamten, in allen Sozialbereichen, in den Unternehmen, die im Sozialbereich arbeiten, haben die Kirchen oft geradezu ein Monopol. Ich sag's mal so, mit einem Kopftuch als Krankenpflegerin in Baden-Württemberg oder Bayern eine Arbeit zu finden in einem Krankenhaus, dürfte sehr schwierig sein, denn die Arbeitgeber verlangen, die Kirchen verlangen eigentlich, dass die Mitarbeiter alle, also auch nicht nur in den verkündungsnahen Bereichen der jeweiligen Religionsgemeinschaft angehören und sich eben auch entsprechend den Regeln verhalten. Das heißt, die katholische Kirche hat die offizielle Regelung, ob die jetzt nun immer umgesetzt wird. Es sind ja natürlich nicht alles Unmenschen dort, die dort die Entscheidungen fällen. Aber die Bedrohung für die Betroffenen ist eben da, dass wenn man ein zweites Mal heiratet, dass man entlassen wird. Oder dass wenn man eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingeht. Also wir haben hier einen sehr weitgehenden Bereich, nämlich den zweitgrößten deutschen Arbeitgeber, die beiden Kirchen, in denen Antidiskriminierungsrecht eigentlich überhaupt gar nicht gilt. Auch das sollte gesellschaftlich diskutiert werden. Ich möchte auch noch einen Bereich ansprechen, Bereich der sogenannten positiven Maßnahmen. Über den Begriff können wir dann gerne auch nochmal diskutieren. Nichtsdestotrotz, das, was dahinter steckt, denke ich, ist ein ganz wichtiges politisches Handlungsfeld. Also Antidiskriminierung kann nicht nur heißen, dass wenn eine Diskriminierung konkret an einer Person oder einer Personengruppe geschehen ist, bestraft werden muss und das eingestellt werden muss, sondern es muss auch heißen, dass gesellschaftliche Gruppen, die strukturell benachteiligt sind, dass für die Maßnahmen durchgeführt werden, die diese Strukturen eben ändern. Sie werden wissen, was ich damit meine, beispielsweise Maßnahmen, um den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst bei der Polizei zu erhöhen oder auch Maßnahmen wie Frauenquoten für Aufsichtsräte oder auch in anderen Bereichen, um eben die sogenannte gläserne Decke und auch die Entgeltungleichheit von Frauen und Männern für die Zukunft abzubauen. Dazu zählen würde ich auch wenn das rechtlich jetzt nochmal was anderes ist, dass die Gesellschaft sich damit beschäftigen sollte, wie besonders stark benachteiligte Gruppen
besonders gefördert werden könnten. Sie hatten eben schon mal kurz die Frage der zugewanderten Roma, beispielsweise in Neukölln, aber auch in ganz Deutschland. Das kommt hier in vielen Kommunen an. Angesprochen, wo wir Menschen haben, also ich kann für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes beispielsweise sagen, an uns hat sich noch kein einziger Rom oder keine einzige Rom gewendet. Ich kann mir aber nicht vorstellen, also wir wissen alle, dass es nicht so ist, dass dort bisher keine Diskriminierung stattgefunden hat. Und da sieht man eben, dass so ein Gesetz und so eine Stelle wie die, in der ich arbeite, natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, so nötig es auch sein mag und so nötig unsere Arbeit auch sein mag, sondern dass man bestimmte Gruppen auch überhaupt erstmal in die Lage versetzen muss und dort auch wirklich aktiv dran arbeiten muss, dass die in der dass die in der Lage sind, sich überhaupt zu artikulieren oder auch überhaupt erstmal die Diskriminierung, die sie teilweise seit Generationen erleben, als Unrecht zu empfinden und nicht einfach als Normalität, die man seit Geburt an kennt. Auch das ist eine Minute habe ich noch. Okay, gut. Dann gehe ich noch ganz kurz auf, oder werfe ich einfach vielleicht nochmal zwei Begriffe in den Raum, die ich auch diskussionswürdig finde. Würde, ohne dass dieser Begriff jetzt in der öffentlichen Kommunikation verwendet werden sollte, meiner Meinung nach, mir so etwas wünschen wie ein Antidiskriminierungs-Mainstreaming für alle politischen Maßnahmen. Wir kennen das, auch wenn es nicht immer umgesetzt wird mit dem Gender-Mainstreaming. Ich finde aber, dass in Zukunft auch alle Äußerungen, die die Politik macht und Politiker machen auf allen Ebenen und Gesetze und Maßnahmen, die eingeführt werden, daraufhin überprüft werden müssen, ob sie direkt oder indirekt diskriminierend auf eine der im Gesetz genannten Gruppen oder auch andere Gruppen wirken. Und würde vielleicht nochmal, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das müsste man länger machen, vielleicht nochmal kurz ansprechen, dass der Bereich der Bildung, glaube ich, ein Bereich ist, der ganz, ganz, ganz wichtig ist dabei, um für die Zukunft etwas zu ändern. Und auch da ist eben die Diskussion, wie schaffen wir das? Denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist im Bereich der staatlichen Bildung nicht anwendbar. Das ändert nichts daran, dass wir uns auch gerne dazu äußern, aber rechtlich ist dort damit wenig zu machen. Und da müssten in den Ländern und in den Kommunen die entsprechenden Gesetze, die Landesschulgesetze, die entsprechenden Antidiskriminierungsgesetze, wenn es die denn überhaupt gibt, auch nochmal daraufhin überprüft werden, dass dort Maßnahmen durchgeführt werden, um Diskriminierung zu verhindern und Diskriminierung eben auch geahndet wird. Danke. Vielen Dank. Ich übergebe direkt weiter an Julie Gummich. Okay, danke. Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung auf alle Fälle und möchte zu Beginn erstmal nochmal auf den Begriff Vielfaltsgesellschaft eingehen, weil ich mir, als ich den Titel gelesen habe, auch überlegt habe, was verstehen wir denn überhaupt darunter? Was heißt denn Vielfalt? Heißt es, wir sind unterschiedlich groß, unterschiedlich breit? Ne? Also was steckt eigentlich tatsächlich hinter dem Begriff? Mir ist der fast noch zu wenig, wenn ich gerade von Inklusion spreche, das, was Inklusion und Exklusion ausmacht. Also die ganzen Mechanismen, die ganzen Strukturen. Das steckt für mich nicht so sehr drin, neben diesem Wort Vielfaltsgesellschaft, auch wenn versucht wird, immer ein Wort zu finden, was so ein bisschen allgemein verständlich ist. Aber das ist mir einfach so im Vorfeld aufgegangen. Ich wollte noch trotzdem noch mal kurz, bevor es so um Vorschläge geht, die teilweise auch hier schon genannt wurden, noch mal darauf eingehen, was überhaupt Inklusion heißt im Verständnis vor allem der UN-Behindertenrechtskonvention. Und also da heißt Inklusion heißt dazuzugehören, und zwar von Anfang an, also nicht so wie das vorher in dem Bild auch zu sehen wird, irgendwann mal später so eingepasst zu werden in ein bestehendes System, sondern von Anfang an dazuzugehören, dabei zu sein, aber auch, wie Sie schon sagten, dabei sein alleine genügt nicht, es geht um Teilhabe, aber auch um Mitgestalten und Mitbestimmen. Also nur allein Teil sein ist ein bisschen zu wenig. Also es geht tatsächlich auch um Gestaltungsmöglichkeiten und politische Einflussnahme. Deshalb ist Inklusion so gesehen, also es ist nicht, was manchmal so vermittelt wird, auch in der Öffentlichkeit, es ist kein Bonusprogramm, sondern bei Inklusion geht es ganz knallhart tatsächlich um Menschenrechte. Das muss man sich einfach immer wieder klar machen, das ist eine menschenrechtliche Frage und nicht so sehr eine Frage von Goodwill oder einfach ein bisschen weniger vielleicht noch auszuschließen oder Ressourcen stärker zu nutzen von bestimmten Gruppen. Ne?
Und deshalb finde ich diesen Spruch oder diese Aussage ganz gut von Valentin Eichele vom Deutschen Institut für Menschenrechte, der dort die Monitoringstelle leitet, der einfach sagt, wo Inklusion draufsteht, müssen Menschenrechte drin sein. Also insofern wirklich nochmal zu gucken, was sind die menschenrechtlichen Grundsätzen. Ne? Ja, Inklusion hat, das haben Sie, ne, klar, logischerweise mit der Antidiskriminierungsstelle ist es auch ziemlich klar geworden, hat ganz viel auch nochmal zu tun mit Diskriminierung, mit Chancengleichheit, mit Partizipation, aber auch mit Barrierefreiheit. Und Barrierefreiheit ist durchaus auch übertragbar, nicht nur in Bezug auf Behinderung, sondern wo sind eigentlich letztendlich auch die Barrieren. Und im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention wird ganz stark auch nochmal darauf abgestellt, beziehungsweise das ist die Basis eigentlich letztendlich, die Würde des Menschen, das ist ganz zentral. Wann wird die Würde eines Menschen verletzt? Und dafür sind eben Menschenrechte da, um die Würde des Menschen zu schützen. Was für mich auch noch zur Inklusion oder was auch noch mal Punkte sind im Kontext Inklusion, es geht um Barrierefreiheit, das habe ich schon genannt, aber auch sowas um Gleichberechtigung. Und dann auch noch mal zu gucken in diesem Kontext, welche Gruppen sind eigentlich besonders von Ausgrenzung und Inklusion betroffen. Ne? Also Inklusion heißt deshalb für mich tatsächlich insgesamt eben angelehnt an die Menschenrechte zu gucken, wo passiert Ausgrenzung, wo passiert und was müssen wir tun, damit eben Inklusion letztendlich auch passiert. Ja, zu den, deshalb geht es für mich vor allem dann auch nochmal so um, nicht mehr so sehr um die Fragen, was sie, ne, wie müssen zum Beispiel Migranten, Migrantinnen, Ausländerinnen unter Umständen auch integriert werden, sondern die Frage lautet dann, wie muss eine Gesellschaft gestaltet sein, in der Menschen unterschiedlichster Herkunft tatsächlich ihren Platz finden? Ja, also das ist für mich dann nochmal eine andere Fragestellung. Oder genau im Kontext Schule ist es ähnlich. Da geht es nicht darum, wie öffnen wir Regelschulen für behinderte Kinder, sondern wie muss Schule gestaltet sein, damit alle tatsächlich lernen können, eben mit ihren unterschiedlichsten Hintergründen, mit unterschiedlichsten Herkünften, mit ihren unterschiedlichsten Beeinträchtigungen. Und dann hat man das Ganze im Blick. Und das ist das, was für mich eben Inklusion halt auch ausmacht. Ne? Ja. Genau. Und deshalb kann man durchaus auch sagen, dass es bei Inklusion geht es eben letztendlich meiner Meinung nach tatsächlich um eine gesellschaftliche Umgestaltung. Also wie müssen wir die ganzen unterschiedlichen Lebensbereiche tatsächlich gestalten, um zu verhindern, dass ausgeschlossen wird. Und da gibt es eben schon einige Maßnahmen, die Sie auch teilweise eben auch schon genannt haben, aber ganz zentral finde ich tatsächlich auch den Punkt der Partizipation und der ist sehr eng verknüpft für mich eigentlich auch mit Inklusion. Denn nur diejenigen, die ausgeschlossen sind, also beziehungsweise wissen am besten, wo sie ausgeschlossen werden, wo die auch Barrieren sind, wenn sie nicht beteiligt werden, ja, dann können die Maßnahmen auch unter diesem Aspekt, können die Maßnahmen natürlich auch nicht so sein, dass man tatsächlich das erreicht, was man erreichen will. Letztendlich auch unter, in Anführungszeichen, Qualitätsstandards gesehen, ja. Das sind die Maßnahmen, greifen dann schlechtendlich nicht. Das erleben wir auch immer wieder in der Politik, dass irgendwas entwickelt wird, ohne eben Beteiligung von den Menschen, für die es gedacht ist, und dann kann das oft nicht funktionieren. Also deshalb ist Partizipation auch aus dieser Perspektive heraus wichtig, nicht nur aus menschenrechtlicher, sondern weil ich auch wirklich was mit den Maßnahmen auch erreichen möchte. Wesentlichen Punkt, denke ich mir, der für mich auch noch zur Inklusion gehört, wenn es darum geht, um die Frage, was muss Politik eigentlich machen? Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass einige oder vielleicht auch mehrere Politikerinnen und Politiker sich nicht bewusst sind, was sie zum Beispiel auch mit der UN-Behindertenrechtskonvention unterschrieben haben, ja, oder überhaupt auch mit den menschenrechtlichen Konventionen. Also deshalb, ne, finde ich es zwar immer wichtig, so Forderungen aufzustellen, was muss Politik tun, aber es stecken ja auch Menschen nochmal auch dahinter, die sie Politik gestalten. Und es geht einfach tatsächlich um eine tiefgreifende soziale Veränderung meiner Meinung nach, wenn ich tatsächlich Inklusion ernst nehme und tatsächlich alle Menschenrechte in den unterschiedlichsten Menschenrechtskonventionen, sei es die Kinderrechtskonvention, Frauenrechtskonvention, Antirassismuskonvention, eben auf Basis der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte tatsächlich umsetzen möchte. Und das ist für mich deshalb der erste Ansatzpunkt, einfach tatsächlich ein Verständnis dafür aufzubauen, was das heißt. Nämlich nur dann habe ich überhaupt die Voraussetzungen, auch Maßnahmen zu entwickeln, die in diese Richtung gehen.
Was ich von der Behindertenrechtskonvention auch nochmal sehr gut finde, was ich mir denke, was Sinn macht, für andere Bereiche durchaus auch zu übertragen, ist sowas wie, in der Behindertenrechtskonvention heißt allgemeine Vorkehrungen. Solange es allgemeine Barrierefreiheit nicht gibt, muss es individuelle Rechte geben, um tatsächlich Zugang zu haben, Inklusion zu erreichen. Und die sind teilweise einfach auch sehr unterschiedlich, die Barrieren. Für ein Mensch, der nicht hört, ist es was anderes als ein Mensch, der nicht laufen kann. Da gibt es andere Barrieren. Oder ein Mensch, der nicht Deutsch spricht, hat andere Barrieren. Und genau an dieser Stelle, das hatte ich vorher auch nochmal vergessen zu erwähnen, ist auch nicht nur die Frage, wie lernen Menschen, die hier sind, besser Deutsch oder überhaupt Deutsch, sondern es geht darum, die Frage zu stellen, wie gehen wir mit unterschiedlichen Sprachen um? Was in anderen Ländern schon absolut üblich ist, mit mehreren Sprachen umzugehen, schaffen wir hier einfach nicht. Wir stellen noch nicht mal die Frage, wie wir das schaffen. Ja, also das ist für mich eben auch Teil von Inklusion, zu gucken, wie gehen wir mit Vielfalt, mit Verschiedenheit, mit Unterschiedlichkeiten auch letztendlich um. Das ist das, was für mich dahinter steht. Ja. Und Aufgabe der Politik und des Staates ist eben, die Zugänglichkeit letztendlich, Accessibility heißt es in der UN-Behindertenrechtskonvention, Zugänglichkeit oder Barrierefreiheit tatsächlich auch zu gewährleisten. Ja. Genau, Partizipation hatten wir schon. Ich gucke nochmal auf meinen Spickzettel, weil einiges auch schon genannt wurde. Ja, was ich auch noch wichtig so im Kontext von Politik, Sie haben es auch angesprochen nochmal, was Ressourcen angeht, Ressourcenverteilung angeht, Ressourcen, Zugang zu Ressourcen auch angeht, sich auch da nochmal klar zu machen, dass Vorbehalt von Ressourcen heißt Vorbehalt von Menschenrechten in vielen Fällen. Also auch da wieder nochmal genauer hinzugucken, was heißt das eigentlich letztendlich, wenn ich das nicht tue, wenn Politik nicht dafür Maßnahmen ergreift, eben um Rechte von Menschen, damit Menschen ihre Rechte eben wahrnehmen können. Dann auch klar die ganzen gesetzlichen Regelungen, die es gibt, finde ich auch, die müssen alle grundsätzlich überprüft werden. Sind sie wirklich menschenrechtskonform, entsprechend den Konventionen, also nicht nur der UN-Behindertenrechtskonvention, sondern auch den gesamten Konventionen. Und ich denke mir, erst dann dürfte eigentlich wirklich überhaupt ein Gesetz eigentlich auch eingebracht werden. Es müsste vorab schon geprüft werden. Es gilt aber auch für Vergabe von irgendwelchen Mitteln. Das gilt für das Aufstellen von Programmen, dass man jedes Mal guckt, für alle Gruppen, möglichst für alle Gruppen, sind die tatsächlich, entsprechen die tatsächlich auch den Menschenrechten. Gesetzlich hatten wir schon, was ich auch nochmal wichtig finde, eben in diesem Kontext, ist schon auch zu gucken, Sie haben ja auch gesagt, es fehlt häufig an Informationen, ja, also Sie hatten das Beispiel auch genannt, die kommen nicht so an die Diskriminierungsstelle, ja, also zum einen ist es, es fehlt an Informationen, aber es fehlt natürlich auch an Strukturen, die es ermöglichen, bestimmte Dinge auch zu thematisieren und dann für Veränderungen dann auch nochmal sich einzusetzen und zu bewirken. Also auch das finde ich, was ist es notwendig, was ist für einzelne Communities, was ist für einzelne Gruppen notwendig? Also auch diese Fragen sind Dinge, die ich total wichtig finde. Aus Fortbildung, gerade auch von Politikern, Politikerinnen, Anwaltschaft, ja, läuft auch gerade ein Projekt vom Deutschen Institut für Menschenrechte, weil was nützt mir ein Recht, wenn ich es nicht gebrauche, also wenn ich es nicht einfordere, wenn es nicht in Entscheidungen mit einbezogen wird, weder von Richtern noch von Anwältinnen oder Anwälten. Also auch da zu gucken, wie weit kann man eigentlich stärker die Menschenrechte in Konventionen mit einbinden, um tatsächlich auch nochmal Recht durchzusetzen. Genau. Was ich durchaus sinnvolle Maßnahmen finde, auch nochmal in der Politik, sind Aktionsprogramme, aber nicht so, wie sie meistens laufen. Also das hat mal jemand auch kurz zusammengefasst, also weder Aktion noch Plan bei manchen Aktionplänen, sondern nur eine Auflistung von Maßnahmen, die teilweise sogar abgeschlossen waren, schon bei der UN-Behindertenrechtskonvention, also dieser Aktionsplan, da haben sie Maßnahmen aufgeführt, die schon abgeschlossen waren. Hat nicht viel mit Planung zu tun, meiner Meinung nach. Prinzipiell ein gutes Instrument tatsächlich auch, um zu gucken, wo muss man was machen, wo muss was gemacht werden und auch um eine Gesamtstrategie auch zu entwickeln. Aber dann eben auch, und da kommt wieder Partizipation hier mit rein, mit Beteiligung. Und nur so kann man auch sinnvoll dann Aktionspläne auch entwickeln. Auch das wurde kritisiert bei der UN-Behindertenrechtskonvention, vor allem auch bei der Antirassismus, bei dem Aktionsplan gegen Rassismus war genau die gleiche Kritik auch gewesen, hat sie zwar im Plan selbst nicht so wahnsinnig viel geändert, aber es ist wichtig
zunehmend mehr tatsächlich Beteiligungsmöglichkeiten auch zu schaffen, um tatsächlich auch Pläne zu entwickeln, die Maßnahmen haben, die auch tatsächlich greifen. Einen wesentlichen Punkt finde ich auch sowas wie, was Sie auch schon nannten, sowas wie Bestandsaufnahmen zu machen, Forschungsarbeit zu machen, weil vieles wissen wir gar nicht. Vieles wissen wir dann nicht, wenn es auch vor allem um Schnittstellen geht. Wie sieht es aus zum Beispiel mit Transmenschen, die eine Behinderung haben oder Menschen mit Migrationshintergrund und einer Behinderung, Lesben und Schwule, die arm sind und so weiter. Es ist ganz viel auch gar nicht bekannt. Es wird nicht erhoben, da gebe ich auch recht. Ich finde Datensicherheit ganz enorm wichtig. Und trotzdem ist es so, wenn wir die Daten nicht haben, können wir auch nicht sagen, was strukturell auch falsch läuft. Ja, und dann kann man auch wieder, dann hat man wieder keine Basis, um wirklich sinnvolle Maßnahmen auch zu ergreifen. Also deshalb finde ich solche Untersuchungen auch ganz enorm wichtig, neben den Beschwerdemöglichkeiten und den Einzelfällen, die es halt auch so gibt. Ja, und dann Monitoring, das hatten Sie auch schon genannt, das eben zu gucken, greifen die Maßnahmen, auch immer wieder zu überprüfen, weil Gesellschaft ändert sich, die Maßnahmen sind, muss man vielleicht doch auch unter Umständen nachjustieren oder nochmal verändern. Also immer wieder ein kontinuierliches Monitoring, um eben den neuen gesellschaftlichen Gegebenheiten auch gerecht zu werden. Ja, soweit erstmal von mir. Super, vielen Dank, Julie Gummich. Ich möchte gerne Sie ganz explizit einladen, hiervon Gebrauch zu machen, dass hier zwei freie Stühle sind. Kommen Sie bitte nach vorne, beteiligen Sie sich, geben Sie auch Ihren Impuls und Ihre Erfahrung in die Diskussion rein. Ich hätte zwei kleine Fragen an die Referentinnen. Das betrifft so ein bisschen die Verbindung zwischen ihren verschiedenen Arbeitsfeldern, wo ich glaube, dass es ganz viele Überlappungen gibt, aber auch interessante Unterschiede. Das eine ist, sozusagen, also Inklusion ist ja nicht irgendwas Neues, was wir jetzt gerade erfunden haben. Und das hat eine ganz lange Vorläufergeschichte mit auch anderen Strategien. Gender Mainstreaming wurde genannt, Antidiskriminierung, Menschenrechte. Das ist ja durchaus eine lange Geschichte, die mit diesen Begriffen und Strategien verbunden ist. Und mich würde interessieren, was sind Ihre Erfahrungen mit verschiedenen Strategien? Was kann man daraus lernen aus dieser Geschichte? Was haben wir gelernt aus der Geschichte? Was sind Herausforderungen, Potenziale, die man mitnimmt und wie wird darauf reagiert und wie reagiert auch diese Inklusionsdiskussion darauf? Wie sind da bestimmte Diskussionen enthalten? Das ist das eine. Und das andere ist die Frage, also wir haben einmal gehört, Frau Kahlefeld hatte das gesagt, die Zugangsmöglichkeiten, Partizipation, Ressourcenverteilung einerseits zu fördern, dass es eben Gruppen gibt, die völlig unentgeltlich und ohne Unterstützung arbeiten und ganz viele Jahre schon Arbeit machen. Und Sie sprachen von der Nichterreichbarkeit von bestimmten Zielgruppen andererseits. Und also ich finde das eine interessante Kontradiktion. Und mich würde interessieren, so was sagt das über das Feld aus? Ja? Und wo sind irgendwie mögliche auch Überschneidungen von Ihren Arbeitsfeldern? Wie kann man darauf reagieren? Hat das was miteinander zu tun? Ist es völlig unabhängig voneinander? Und wo könnten da auch, also wo stecken da die Potenziale für Zusammenwirken? So viele Fragen auf einmal. Okay, das erste ging, also welche Erfahrungen gibt es mit den unterschiedlichen Strategien? Also ich komme ja ursprünglich also aus dem frauenfeministischen Kontext, Antirassismus-Kontext, über Kontext von Behinderung und bin dann letztendlich zwangsläufig meiner Meinung nach sogar bei Inklusion und Diversity gelandet. Was mir jeweils aufgefallen ist bei diesen Strategien, dass häufig tatsächlich nur eine, wenn man es jetzt in AGG-Kriterien misst, nur eine Kategorie berücksichtigt wurde, hauptsächlich. Und Inklusion für mich die Möglichkeit hat, tatsächlich mehrere Gruppen im Blick zu haben. Also immer wieder quasi das, was man macht, wieder zu überprüfen und das Mainstreaming zu Mainstreamen letztendlich eigentlich, wenn man es genau nimmt. Und weil im Kontext von schwarzen Community ist mir aufgefallen, dass da Menschen mit Behinderung noch überhaupt nicht auftauchen. Ja, dann eine Frauenbewegung früher noch, vor den 80er Jahren war die Diskussion eben um Rassismus in der weißen Frauenbewegung. Also das hat man immer wieder, dass man sieht, wenn man nur einen Aspekt ins Zentrum stellt,
dann ist es schwierig, tatsächlich das Ganze im Blick zu behalten. Und Inklusion gibt da einfach für mich die Möglichkeit, mehr zu gucken. Und wenn ich dann aus unterschiedlichen Gruppen dann auch noch zusammenarbeiten habe, was da zunehmend auch gewünscht wird, was auch die Arbeit an die Diskriminierungsstelle auch fördert, dann denke ich, ist es auch mehr möglich, zunehmend Gruppen, die sonst runterfallen, stärker in den Blick zu nehmen. Ja, also das erstmal so weit zu dem, was hat Inklusion mit den anderen Bewegungen und zu tun. Ja, also dem würde ich mich unbedingt anschließen, weil ich auch in den 80ern mit feministischen Positionen gestartet bin und dann, ich glaube, da würde es eine Menge Berührungspunkte geben und man hat die Entwicklung ja mitbekommen. Der politische Aspekt dieser Veränderung von Begrifflichkeit, die vielleicht manchmal auch schwierig ist, weil man sich an neue Begriffe gewöhnen muss, auch wenn man sie mitentwickelt und über sie diskutiert hat, ist also im politischen Alltag bedeutet die Neueinführung eines Begriffes, hinter dem auch eine Weiterentwicklung der Diskussion steht, immer im politischen Raum die Diskussion voranzutreiben. Also so wie wir können intern sagen, das, was wir unter Feminismus in den 80ern zum Teil verstanden haben, geht nicht verloren, sondern hat sich weiterentwickelt. Wenn ich in der politischen Diskussion bin, die eine sehr praktische Diskussion ist, wo es immer darum geht, Mehrheiten zu gewinnen, Leute zu überzeugen, Konzepte gegeneinander zu stellen, an denen auch Maßnahmen zu messen, kann ich mit der Weiterentwicklung des Inhalts, der mit Integration gemeint war und der jetzt mit Inklusion gemeint ist, politisch ungeheuer gut arbeiten. Auch wenn wir uns hier intern verständigen könnten, dass die Begriffe gleitend ineinander übergehen, dass da eine theoretische Weiterentwicklung hintersteht, die uns bewusst ist, sodass wir uns nicht übel nehmen, wenn man in einen anderen Begriff wieder zurückfällt vielleicht. Aber im politischen Kontext kann ich mit den neuen Begriffen kämpfen für neue Konzepte. Das finde ich ungeheuer wichtig, weil die jeweils neuen Begriffe, die aus den theoretischen Zusammenhängen kommen, eben auch eine Weiterentwicklung die Wirklichkeit wird differenzierter gesehen. Und das ist ein sehr, sehr wertvolles politisches Instrument. Ich würde vielleicht gerne mal ein kleines Stück zurückgehen. Also Antidiskriminierung und Inklusion sind für mich zwei sehr ähnliche Begriffsfelder, sage ich mal. Es ist schon noch was anderes. Insofern, weil beide Begriffe einen mehrdimensionalen Ansatz teilen. So. Und nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wir alle das Bedürfnis haben und auch das Recht sicherlich, Identitäten und Gruppenzugehörigkeiten zu fühlen, zu entwickeln und auch zu artikulieren. Und das bringt natürlich aber auch immer einen Ausschluss mit sich. Also wenn man sagt, ich bin dies und das, aber nicht das, dann hat man ja auch eine Exklusionstendenz dabei. Und das ist sicherlich, um sich persönlich zu artikulieren, oft auch nötig und wichtig und hat auch in den verschiedenen Emanzipationsbewegungen, die es in den letzten Jahrzehnten gab, sicherlich auch seine Berechtigung. Nichtsdestotrotz ist es eben ein ständiges Daran-Arbeiten. Und ich persönlich habe oft auch Schwierigkeiten mit dem Begriff des Ziels einer diskriminierungsfreien Gesellschaft, denn das werden wir so nicht erreichen. Wir werden immer Stereotype und Vorurteile auch haben oder uns von etwas abgrenzen wollen. Nur das immer wieder in Frage zu stellen und auch gesellschaftlich zu klären, welche Unterscheidungen halten wir für legitim und welche nicht, das ist meiner Meinung nach der Kern von Antidiskriminierungs- und auch von Inklusionsarbeit. Ja, dazu, also ich finde es davon abgesehen auch wichtig, aber ich würde das eher so als, ich finde es wichtig, eigene Räume zu haben, sagen wir mal so. Ja, also gerade aus dem Behindertenkontext ist es ja häufig so, dass gesagt wird, also Inklusion, alle Menschen mit einer Behinderung überall. So am Beispiel meiner Tochter würde ich es gerne mal so klar machen, sie ist in so einem Zirkusprojekt zum Beispiel drin und es ist nur für Menschen mit einer Behinderung. Ich finde es gut, dass es so ist, wie es ist, weil da kann sie das leben in dem Tempo, in der Art und Weise, auf dieser Kommunikationsebene, die für sie gut ist. Wichtig finde ich aber, dass es nicht dabei bleibt, dass es Möglichkeiten gibt, Workshops zu machen, gemeinsame Auftritte zu machen und dass sie die Wahl hat. Also ich finde die Wahlfreiheit
bin ich in diesem Raum, ne, find ich enorm wichtig. Aber wenn ich dann Schule habe, zum Beispiel Sonderschulen, und ich habe nur diese Möglichkeit und habe keine Wahl, woanders hinzugehen, dann ist es für mich ganz stark mit Diskriminierung eigentlich auch verbunden. Also es geht nicht um Abgrenzungen, sondern es geht darum, dass sie diskriminierungsfrei sind. Und das genauso wie in anderen Kontexten eigene Räume erlaubt sind, sei es irgendwie berufliche Zusammenschlüsse, wo man zusammenkommt, das ist ja auch immer eine Form von Ausschluss von anderen letztendlich, aber da geht es dann nicht um Diskriminierung. Und das, denke ich mir, müsste man immer im Blick haben. Wie weit hat es mit Diskriminierung was zu tun? Wie weit werden Leute sozusagen verdonnert, sich in diesen Räumen aufzuhalten und haben keine anderen Möglichkeiten? Ja? Wie weit ist gemeinsam was zu machen einfach auch noch möglich oder nicht? Also das sind die Fragen, die für mich dahinterstehen. Nicht, dass man sagt, es gibt auch separate Räume. Ja, oder es gibt auch Identitäten, die jetzt mit meiner Hautfarbe zu tun haben, mit meiner Herkunft zu tun haben, mit meiner Form der Beeinträchtigung zu tun, mit meiner Geschlechtsidentität etc. Ja. Also ich würde das jetzt als Ergänzung eigentlich mit sehen, weil also das war noch eine andere Begrifflichkeit, Identitäten und eigene Räume. Das meine ich damit natürlich auch. Aber eben immer die Arbeit daran, eben auch das in Frage zu stellen und sich auszutauschen. Das wollte ich eigentlich auch in die Richtung sagen. Sie hatten ja noch eine weitere Frage gestellt, nämlich nach dem Verhältnis zwischen der Selbstorganisation von Gruppen, die zum Teil sehr lange autonom gute Arbeit machen, und andererseits der Klage über das Nicht-Erreichen bestimmter Zielgruppen. Das kann, angenommen, es gibt eine Zielgruppe, die man erreichen möchte, bei der es Selbstorganisation gibt, denn also in der Frage ist ja noch offen gehalten, ob das die gleichen sind. Wenn es die gleichen wären, wäre das genau so ein Fall, wo man sehen muss, warum ist diese Selbstorganisation denn bisher gar nicht einbezogen worden? Also ganz konkret, warum hat mit dem Verein XY, der sich für diese und jene Herkunftsgruppe, zum Beispiel Sprachgruppe, Kulturgruppe im Bezirk einsetzt, das Bezirksamt noch nie Kontakt aufgenommen? Warum müssen die eigentlich, obwohl sie sich selber organisiert haben, so lange ohne Kontakt zur Politik da arbeiten, also müssen im Sinne von, man hat keinen Kontakt zu ihnen aufgenommen oder es hat nicht funktioniert oder sie wollten es nicht. Und dann kann man über die Erreichbarkeit dieser Zielgruppe nicht klagen, sondern dann ist ganz klar, da hätte man sich drum kümmern müssen, früher mal die Bedürfnisse einfach aufzunehmen. Oder ist es so, dass eine bestimmte Zielgruppe, wie im Moment die Roma, in aller Munde sind, da werden Töpfe für aufgelegt, da fließt dann Geld und dann ist so eine Selbstorganisation, die schon seit Jahren ihre Arbeit da macht, plötzlich ungeheuer attraktiv für alle, die mit ihnen zusammenarbeiten wollen, um an diese Töpfe zu kommen. Also diese Spannung, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil sich da konkret in der Stadt und welche Gruppen unterstütze ich und welche nicht und wenn ja, wie, wen marginalisiere ich da auch wieder, weil ich kein Interesse habe. Also ich könnte Ihnen auch Vereine nennen, die im Moment massiv marginalisiert werden, weil es keine öffentliche Diskussion über diese Gruppe gibt. Also marginalisiert im Sinne von nicht mehr eingeladen, Gelder gekürzt, kommen in Programmen nicht mehr vor. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Punkt, diese Zusammenarbeit zwischen Selbstorganisation, Selbstempowerment und dem Aufnehmen dieses Impulses durch die Politik in die Maßnahmen und da geht es um die Verteilung der Gelder und da wird es richtig hakelig. Darf ich da ganz kurz eine Nachfrage zu stellen? Weil, also ich würde ja gerne genau an dem Punkt, weiß ich nicht, ob Sie das wollen, aber nochmal weiterfragen. Also wenn Sie sagen, es gibt eben auch Gruppen, die dann vernachlässigt werden und eben nicht mehr einbezogen werden. Was sagt uns das aus über den Begriff von Inklusion und über die Strategie? Also sind dann tatsächlich alle dabei? Ist es der horizontale Ansatz oder werden dann doch wieder Ausschlüsse produziert? Und wenn ja, eben welche? Also da wird es aus meiner Sicht politisch. Also ich habe immer Angst bei dem Inklusionsgedanken, dass der zu einer Entpolitisierung der Debatte führt. Also die Individuen, wir hatten dieses Bild gesehen mit dem Kreis, wo die bunten Punkte alle... Wir können über Inklusion und Exklusion nicht sprechen, ohne über Machtverhältnisse zu sprechen und ohne über die Verteilung von Ressourcen. Und dann erklärt sich sehr leicht, warum jemand marginalisiert wird, indem er nicht angesprochen wird, aus dem Fördertopf fällt. Das sind die konkreten. Wir müssen immer Machtverhältnisse, und das kann ideologisch sein, es kann jemand einfach nicht gewünscht werden. Also das kann man zum Beispiel sehen, wenn mit Moscheevereinen nicht zusammengearbeitet wird
Und es kann um Geld gehen, wenn große Vereine und so weiter, muss ich mich jetzt nicht wiederholen. Aber wir können Inklusionsmechanismen und Exklusionsmechanismen nicht diskutieren, ohne über die Machtfrage zu sprechen. Kann ich nur bestätigen. Ja. Das meine ich. War jetzt verkürzt. Richtig, der Zugriff auf den Topf. Genau. Okay, ich habe Julie Gummich, die noch was sagen will, und dann haben wir hier. Ja, ich wollte das einfach nur noch mal bestätigen. Das ist Erfahrung, also jetzt nicht aus dem Migrationskontext aus, sondern aus dem Kontext Behinderung und Migration, also wo ich das einfach beobachte, so in den letzten 2 Jahren. Ewig ignoriert dieses Thema, wo schon seit etlicher Zeit versucht wurde, da auch von Seiten der betreffenden Personen, die beides vereinen, Migration und Beeinträchtigung, aufmerksam zu machen auf die spezifische Situation. Und dann wurde es als entdeckt, es gab dann plötzlich Fördergelder, ja, und dann kommen wieder die großen Organisationen und graben dann den Selbstorganisationen, die ja eigentlich so wichtig sind, dann tatsächlich auch das ab, wo man dann einfach feststellt, sie kämpfen zwar für das Gleiche, ja, vorne auf dem Titel drauf, Migration und Behinderung, aber letztendlich trifft es wieder diejenigen, um die es eigentlich geht. So, ich traue mich mal. Also, können Sie sich ganz kurz, bevor Sie was sagen, vorstellen? Ja, ich bin Dennis Weingart und ich wollte mal hier da direkt auch nachfragen, Inklusion, auch Verteilung von Geldern, Verteilung von Ressourcen, muss dann nicht Inklusion überhaupt global gedacht werden? Also müssen wir aus Deutschland rausgucken und sagen, ist es denn nicht überhaupt, also ist es denn auch Inklusion ein Problem, zum Beispiel der Länder des globalen Südens, wie wir uns im Vergleich zu anderen Ländern dann verhalten, ist es, also ich meine, wenn wir uns politisch so zu anderen Ländern verhalten, dann gibt es ja immer ein Beispiel sozusagen im Land. Erstens und zweitens finde ich das mit der Diskriminierung sehr interessant, aber Diskriminierung findet ja oftmals im Kleinen statt. Auch oftmals da, wo man als Mensch, sagen wir es mal so, nicht unbedingt dagegen klagen möchte oder auch nicht unbedingt sich das Recht sieht, da dagegen zu klagen. Und wie kann man denn da dagegen vorgehen? Ist es so, und auch, also ich komme persönlich, also ich studiere jetzt hier in Berlin, komme persönlich aber aus einer Kleinstadt in Oberfranken, wo Diskriminierung noch sehr, sehr stark auch mit diesem gesellschaftlichen Modell, diesem gesellschaftlichen Überwurf zu tun hat. Und wie kann man das dann auch politisch, bewusst politisch auch lockern, diesen gesellschaftlichen Überwurf? Dann antworte ich jetzt mal auf Ihre zweite Frage. Ist eine sehr gute Frage, denn also was wir beispielsweise als Antidiskriminierungsstelle tun können, ist ja bei Menschen, die Diskriminierung erleben und sich an uns wenden, erstmal nur rechtlichen Rat geben. Da haben wir 2 klare Einschränkungen. Das Gesetz bezieht sich aufs Arbeitsrecht. Das heißt, man kann rechtlich was mit dem AGG dagegen tun, wenn die Diskriminierung im Zusammenhang mit Ausbildung oder Beruf stattgefunden hat, oder auf Zivilrecht, das heißt da, wo Verträge zustande kommen. Taxifahrt, Restaurantbesuch, Diskothekenbesuch, Versicherung, Kredite. Das sind die Bereiche, wo also das Gesetz mit Sanktionen wirken kann. Das Gesetz schreibt aber auch vor, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, und deswegen bin ich dort in dieser Stelle beispielsweise, Öffentlichkeitsarbeit machen muss. Das heißt also, da steckt die Idee drin, dass also Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, auch in Zusammenarbeit mit den Organisationen, den Nichtregierungsorganisationen, um sozusagen sensibilisierend in die Gesellschaft hineinzuwirken und eben auch Menschen in ganz Deutschland aufzuklären, dass es da sowas wie einen Diskriminierungsschutz gibt und man sich eben zumindest erkundigen kann, ob der einem helfen kann in der konkreten Situation. Nun ist es so, dass und was wir auch tun, ist eben und auch gesetzlich vorgeschrieben, also da haben die Leute sich wohl damals auch Gedanken drüber gemacht, 2006, ist eben zu forschen zum Thema. Da können wir gleich mal zur Frage der Datenerhebung kommen, das ist nämlich ein schwieriges Problem. Ja. Auch das dient natürlich dazu, um zu gucken, wo finden Diskriminierungen eigentlich statt. Nun muss man aber eins auch sagen, so wichtig ich einen rechtlichen Diskriminierungsschutz finde und so viele Veränderungsvorschläge wir da auch immer haben werden, ein Gesetz kann natürlich nicht das Einzige sein, um gesellschaftliche Realitäten zu ändern. Da muss natürlich
und auch schon gar nicht nur ein Bundesgesetz, sondern da muss natürlich von oben nach unten und von unten nach oben in der Bildung, in den Vereinen in Deutschland, in den Sportvereinen, überall müsste man sich mit dem Thema eben beschäftigen und das auch thematisieren. Und es kann natürlich nicht immer der einzige Weg sein, was gegen Diskriminierung zu tun, zu klagen, sondern eben auch das Gespräch zu suchen und sich vielleicht auch Alliierte zu suchen und mit Leuten zusammenzutun, die das auch nicht akzeptieren wollen, dass Diskriminierung stattfindet. Denn ohne diese Menschen, die das tun, wäre unsere Arbeit gar nichts wert. Ja, auch nochmal dazu, gerade der Punkt der Prävention, wie man das auch so nennt, finde ich total wichtig. Dazu gehört für mich tatsächlich sowas wie Menschenrechtsbildung eigentlich überhaupt mal zu machen. Das muss anfangen in den Schulen, das muss anfangen im außerschulischen Bereich. Das muss integraler Bestandteil auch werden, um überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Also ich habe ja auch gearbeitet bei der Beratungsstelle Eltern beraten Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung. Und ich war manchmal erstaunt, dass Familien kommen und die unmöglichsten Diskriminierungsgeschichten erzählen und ihnen selbst nicht bewusst war, dass es dabei um Diskriminierung handelt. Sie wussten zwar, ich bin da irgendwie unrecht behandelt worden, aber sie haben das nicht damit in Verbindung gebracht, dass es Diskriminierung ist und dass dahinter auch quasi so systemische oder strukturelle Hintergründe auch noch dazu gibt. Also auch ein Bewusstsein für diejenigen zu schaffen, die häufig auch von Diskriminierung betroffen sind, ja, dass es um Diskriminierung geht, das ist für mich auch schon oftmals so ein Schritt. Und auch noch dazu ist, Gesetze sind insofern wichtig, weil sie Signale senden. Sie sagen einfach, das dulden wir nicht, das ist hier nicht erlaubt, Diskriminierung sollte verboten sein und so weiter. Insofern finde ich Gesetze auch wichtig, aber sie sind natürlich nicht brauchbar für viele Alltagsdinge. Und deshalb ist gerade dieser Bereich der Bildung, der Fortbildung, der Möglichkeiten, Räume zu haben, sich auszutauschen, um überhaupt Verständnis dafür zu entwickeln, total wichtig. Weil viele Menschen, die auch tatsächlich diskriminieren, auch die sind sich nicht bewusst, dass sie diskriminieren. Ja, manche machen das mit Absicht, aber manche machen das auch unbewusst. Und dafür ein Bewusstsein einfach auch nochmal zu schaffen. Ja, ich würde Frau Kahlefeld noch kurz die Möglichkeit geben, auch zu antworten. Und dann. Nur ein kleiner Punkt. Ich würde gerne auf diese Frage nach Nord-Süd-Ausgleich eingehen. Ja, weil ich... Das ist etwas, was in der Politik, wie ich es empfinde, noch nicht so angekommen ist. Aber wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, wo es sehr viel mehr Nord-Süd-Kontakte gibt durch Menschen, die hier leben. Also wenn ich zum Beispiel, jetzt ein Beispiel, zu dem ich konkret was sagen kann, sind die vielen, vielen Afrikaner, die in Berlin leben und die sich als Diaspora verstehen. Das heißt Leute, die immer ihr Heimatland im Blick haben, wo es ganz viele Handelsbeziehungen gibt und die sehr klug und auch miteinander organisiert das gestalten, wie da Handel getrieben wird. Also wenn zum Beispiel es Diskussionen darum geht, was mit Schadstoffen von exportierten Elektroartikeln passiert. Da gibt es einen Konnex zwischen der Diskussion in Deutschland, den Leuten, die hier leben, und den Heimatländern. Das ist diese Durchlässigkeit, die ich vorhin auch gemeint habe. Sowas muss auch visatechnisch sich abbilden. Diese Lebensläufe, diese Art, sein Leben zu verdienen, dieses an zwei Orten aktiv sein und mitgestalten, muss ich bei uns im Ausländerrecht oder wenn man dann eingebürgert ist, ist das Problem nicht mehr so stark, muss ich da niederschlagen. Es gibt da schon viel, viel mehr Ausgleich, jetzt auf der individuellen Ebene. Ich weiß, Sie meinten die globale, aber es gibt da auf der individuellen Ebene schon viel mehr Ausgleich, als, glaube ich, viele von uns wahrnehmen. Aber auch, dass wir das hier haben, gehört zum vielfältiger werden, zum diverser werden, dass der deutschen Wirtschaft zum Beispiel einfach auch, dass da zum Teil auch anders agiert wird. Das ist aber etwas, was, glaube ich, in der Politik, das sieht man so am Rand des Gesichtsfelds vielleicht so ein bisschen als kleine Pünktchen, aber das ist noch nicht angekommen. Vielen Dank. Ich würde zunächst Sie einladen, was zu sagen. Und wenn Sie den Gefallen tun können, dass Sie kurz Ihren Namen sagen und auch so ein bisschen zu Ihrem Hintergrund, also wer Sie sind einfach. Ja, okay. Mein Name ist Kalle Kosthorst. Mein Hintergrund, also ich bin aktiv bei der Federation of Young European Greens in der Arbeitsgruppe zu, also europäische grüne Jugend, wo wir halt versuchen auch über Internetarbeit, ja, Themen Migration, also die Gruppe heißt Migration, Identity, Culture, wo wir halt versuchen, da
zu den Themen zu arbeiten. Und ja, wir konzentrieren uns da speziell jetzt auf internationale Tage, wie zum Beispiel der Internationale Tag für Toleranz am 16. November, wo wir da verschiedene Aktionen vorbereiten. Ich hätte eine konkrete Frage, und zwar zum Unterschied zum Beispiel Diskriminierungsschutz, was der Unterschied zum Menschenrechtsschutz, und sind das jetzt zwei positive Konzepte, mit denen man für eine inklusive Gesellschaft arbeitet? Und da vielleicht eine zweite Frage, ist halt Inklusion vielleicht auch eine Frage von einer Wohlstandsgesellschaft? Wie sieht es aus zum Beispiel direkt 100 Kilometer weiter in Polen? Sind das andere Stände oder sind das irgendwie Unterschiede im Vorankommen? Oder ist das eigentlich Inklusion eigentlich eine Grundeinstellung, dass man eigentlich überall machen kann, nur halt nicht angegangen wird? Das wäre so meine Frage. Wollen Sie direkt die Frage anschließen, sodass sie dann zusammen beantwortet werden können? Ja, ich wollte einen bestimmten Aspekt nochmal erwähnen, der bis jetzt hier nicht eingebracht worden ist. Mein Name ist Frank Weber. Ich arbeite für das Netzwerk Arbeit und seelische Gesundheit in Lichtenberg. Wir sind eine Beratungsstelle für alle Lichtenberger Bürger, die ein Thema haben mit psychischer Beeinträchtigung und dem Thema Arbeit. Das heißt, zu uns können Leute kommen, die in Arbeit sind, die arbeitslos sind oder überhaupt mit dem Thema Arbeit jetzt eine neue Orientierung suchen. Und ich wollte was sagen jetzt zu dem Thema, was Sie gesagt haben mit dem Dazugehören. Ja, das ist ja ein wichtiges menschliches Grundbedürfnis. Wenn, das sagen ja die Hirnforscher und Neurobiologen, wenn wir auf der Welt kommen, da haben wir zwei Grundbedürfnisse. Das eine ist, wir wollen dazugehören. Ja, wir waren im Mutterleib verbunden. Und das Bedürfnis ist weiterhin da, dazu zu gehören. Und wir wissen, wie wichtig es ist für Kinder, emotional Zugehörigkeitsgefühle zu entwickeln. Und das andere Bedürfnis ist letztens über sich hinauszuwachsen, Aufgaben zu finden, wo wir dran wachsen können und im Grunde unseren Platz hier in der Gesellschaft finden können. Und diese zwei Grundbedürfnisse, die sind ja bei uns Menschen im Laufe der Zeit gestört. Ja, dann entwickeln sich Neurosen, psychische Beeinträchtigungen und. Und es geht darum, diese beiden Grundbedürfnisse wieder zu sehen und zu entwickeln. Und dieses Verbundenheitsgefühl, das drückt sich ja für mich aus in diesem Bedürfnis nach Solidarität. Ja? Und das auch wieder zu entdecken, weil wir Menschen haben ja eigentlich diese mentale Entwicklungsstufe vollzogen, beziehungsweise dafür sind wir Menschen da. Und im Grunde haben wir den Auftrag, erkenne dich selbst. So, das ist unsere Aufgabe. Und diese beiden scheinbar Widersprüche, dazugehörig zu sein und trotzdem seine Aufgabe, seinen Platz im Leben zu finden, das heißt im Grunde Individuum zu werden, das ist für uns ja im Grunde der Kampf und das Spannungsfeld. Und das drückt sich ja überall aus in den Themen, was wir hier gerade besprechen. Und ich denke mal, es ist wichtig, immer wieder den Blick darauf zu haben und zu gucken, wie können wir das vereinen? Ja, wie können wir das schaffen, und zwar auf vielfältige Art und Weise, sei es nun psychologisch, soziologisch und, oder ökonomisch und so weiter. Und im Grunde alle Lebensbereiche haben die Aufgabe, diese beiden Dinge zu versöhnen und im Grunde auch wieder dadurch eine Synthese, einen Einer zu schaffen. Weil es geht letztens, wir reden von Vielfalt. Das Leben war schon immer und ist immer schon vielfältig gewesen und versucht sich vielfältig auszudrücken. Nur wir Menschen versuchen immer das irgendwie einzupressen. Wir entwickeln einen Sozialismus, eine Monarchie, einen Kommunismus, eine Demokratie. Wir versuchen das Leben immer irgendwo einzusperren und zu händeln. Und das Leben bricht sich immer Bahn und versucht, die Grenzen zu übertreten und neue Grenzen zu schaffen. Und ich denke mal, es ist wichtig, Grenzen zu setzen, zu wahren, aber auch zu öffnen. Ja, und diese Öffnung, das ist etwas, wo ich finde, die nötig ist, dass wir im Grunde über unseren Tellerrand schauen und aufeinander zugehen, die unterschiedlichen Bereiche. Ich stelle immer wieder fest, es gibt Kongresse, wo Soziologen sind, es gibt Kongresse, wo Hirnforscher und Neurobiologen sind, es gibt Kongresse, wo Buddhisten sind und so weiter. Es geht darum, dass wir einen Weg finden, aufeinander zuzugehen und versuchen, gemeinsame neue Lösungen zu finden. Das ist unsere Aufgabe. Danke. Okay, super. Vielen Dank an den Diskussionsbeitrag. Ich frage die ReferentInnen, ob es Bedarf gibt zu Antworten auf die vorhergestellten Fragen. Frau Gummich? Ansonsten würde ich das Mikrofon direkt, ja? Ansonsten nehmen wir vielleicht die Frage von Ihnen. Ist das an? Ja.
Gut, ich bin Andreas Baumer. Ich habe leider mein Namensschildchen verloren. Wenn es einer findet, wäre ich dankbar, wenn ich es zurückbekommen könnte. Ich bin von der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Und ich würde eigentlich ganz gerne noch mal ein bisschen stärker die Politik zurück aufs Podium bringen, auch daran anknüpfend, was Sie am Anfang gesagt haben. Und zwar interessiert mich die politische Inklusion, die politische Partizipation vor allem oder jetzt mal speziell von Migranten, Migrantinnen. Und da interessieren mich die Rahmenbedingungen. Also ich finde neue Formen der politischen Partizipation sehr notwendig und wichtig. Wir haben in Baden-Württemberg sogar eine Staatsrätin für Bürgerbeteiligung. Aber ich finde auch das ganz alte, klassische repräsentative Demokratie, aktives und passives Wahlrecht von sehr großer Bedeutung. Und da fällt es mir auf, dass in dem Kontext von Inklusion darüber relativ wenig gesprochen wird, obwohl es eigentlich wenig Bereiche gibt, in denen die Linien der Exklusion so klar gezogen sind wie bei der politischen Teilhabe im klassischen Sinne. Wir haben die Vollstaatsbürger, die alles dürfen. Wir haben die EU-Ausländer, die immerhin noch bei den Kommunalwahlen mitstimmen dürfen, aktiv und passiv. Und wir haben eben die ganz große Gruppe von Migranten mit Aufenthaltsstatus, ohne Status, die überhaupt nicht partizipieren können. Und das finde ich eine ganz dramatische Situation. Die Böll-Stiftung, vielleicht kennen das einige von Ihnen, hat ja eine ganz tolle Studie veröffentlicht, Vielfalt sucht Rat, über die Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund in den Parlamenten bundesdeutscher Großstädte. Und da dürften Sie mal raten, wie viele es sind. Es sind nicht viele, es sind insgesamt genau 4%. Den einen Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund von mindestens 25-30% gegenübersteht. Und wenn wir darüber sprechen und uns darüber echauffieren, reden wir auch nur von den EU-Ausländern, weil die anderen dürfen ja gar nicht wählen, weder aktiv noch passiv. Und da finde ich den Begriff, den Sie eingeführt haben, nämlich die Wohnbevölkerung von großer Bedeutung. Ich denke, die Wohnbevölkerung ist eine gute Referenzgrundlage oder könnte ein guter Ansatz sein, um künftig politische Partizipation zu organisieren. Das würde dann auch neuen Lebenswelten, wie beispielsweise Diaspora-Lebenswelten, gerecht werden, wo es eben ganz normal ist, dass Leute zwischen Ländern, pendeln oder sich zwischen verschiedenen Nationalstaaten bewegen, überall heimisch sind, überall das Recht haben sollten auf politische Inklusion, auf politische Partizipation, aber dem ein Modell von Zugehörigkeit aus dem 19. Jahrhundert gegenübersteht. Und das würde ich gerne einbringen, dass man nochmal sozusagen den Gedanken der Wohnbevölkerung, wo wohne ich, als grundlegendes Element, was dann bestimmte Inklusionsrechte bedingt überdenken würde. Ich wollte noch was ergänzen, bevor Sie dann wahrscheinlich auch was dazu sagen. Es trifft nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund. Also vielen ist auch nicht bewusst, dass Menschen mit Behinderung teilweise auch nicht wählen dürfen. Also ne, die angeordnete Betreuung zum Beispiel auch haben oder die in psychiatrischen Kliniken sind, haben kein Wahlrecht. Ne, und das kann so auch nicht sein. Also wirklich nochmal genau hinzugucken, wo sind eigentlich Menschen ausgeschlossen, auch vom Wahlrecht, sowohl aktiv wie passiv. Und was braucht es dann nochmal letztendlich auch in Bewegungen eigentlich letztendlich, um dahin zu kommen, ja, dass man tatsächlich auch Menschen, die schon zumindest auch länger schon hier wohnen, auf jeden Fall auch wählen dürfen, egal mit gar keine oder sonst wie viel Staatsbürgerschaften. Ja. Darf ich noch einen Gedanken anfügen, daran anknüpfend? Ich wollte auch gar nicht unbedingt verstanden wissen, dass sich die Kategorie der Wohnbevölkerung rein auf das Wahlrecht bezieht und rein auf Migrantinnen bezieht. Ich denke, dass es allgemein eine Möglichkeit wäre, Teilhabechancen neu zu organisieren. Also beispielsweise ist es in Spanien so, dass sich irreguläre Migranten dort in die lokalen Melderegister einschreiben können und damit eine Serie von sozialen Rechten erhielten, muss man sagen, weil auf Druck der Troika inzwischen die Gesundheitsversorgung für Irreguläre abgeschafft wurde, zumindest in manchen autonomen Gemeinschaften in Spanien. Aber an sich gibt es da so eine Art von Zwischenzugehörigkeit, also zwischen einem
rechtlosen Status, weil sie keine Papiere haben, aber bestimmten Partizipationsrechten durch diese Einschreibung in die lokale Community, in die Gemeinschaft der Wohnbevölkerung. Und das ist, glaube ich, auch in Spanien zumindest funktioniert es oder hat es lange gut funktioniert als Möglichkeit, bestimmte Menschenrechte, die Verwirklichung von bestimmten Menschenrechten, Bildung, Gesundheit zu organisieren. Und ich kann mir vorstellen, dass an sich die Vorstellung, partizipieren können, müssen, sollen alle, die hier wohnen, eine ganz gute, ja, ein Grundgedanke wäre, um Inklusion zu verbessern. Jetzt höre ich auf. Also ich kann dem nur uneingeschränkt zustimmen und nur einen Punkt aufgreifen, nämlich das betrifft natürlich auch die Partei intern. Also finde ich, wir haben, wenn wir das nach außen vertreten oder Politik in diesem Sinne der Partizipation machen wollen, müssen wir uns natürlich auch parteiintern Gedanken machen, wie bei uns die Quoten besser laufen. Also gerade diese Studie von der Böll-Stiftung, die sollte uns Grüne aufgeschreckt haben und in Aktion setzen, finde ich. Also wichtig ist dabei, um nochmal auf Menschen mit Behinderung auch zurückzukommen, auch zu gucken, wie ist es möglich, dass sie zum Beispiel assistiert auch partizipieren können. Weil da geht es dann nochmal wieder um diese Frage, wo sind Gruppen ausgeschlossen und was braucht es dann für spezifische Gruppen, eben um tatsächlich Partizipation zu ermöglichen. Also das ist einfach auch wieder nicht für alle gleich, ne, sondern dass man da einfach nochmal explizit auch nochmal schauen muss. Ja, mein Name ist Matthias Wulff. Ich bin vom Verein Dazugehören e.V., den gibt's wirklich. Wir versuchen genau das zu machen, niedrigschwellig Inklusion in der Gesellschaft zu integrieren oder inkludieren, weil wir tatsächlich denken, dass es mittlerweile noch ein Thema ist, was in Expertenrunden oder auf so tollen Tagungen wie hier diskutiert wird, aber in der breiten Gesellschaft noch nicht unbedingt angekommen ist. Und wenn es darum geht, wie kann man Ausgrenzung, wie kann man Diskriminierung verhindern, da habe ich den Eindruck, es geht zum Teil um Angst, um Nicht-Kennen, um Nicht-Verstehen und genau dem entgegenzuwirken, also wie kann Angstbindung aussehen? Angstbindung muss dann eben ein Ermöglichen von Kennenlernen, ein Ermöglichen von Begegnungen sein, damit überhaupt erstmal die Basis geschaffen wird, wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen. Also um es ganz konkret zu machen, wir hatten ja zum Beispiel von Bildung sehr viel geredet, sehr viel von Behinderung. Es gibt Gesetze mittlerweile, die auch in Berlin immer mehr Gestalt annehmen oder schon gestartet wurden und wieder zurückgenommen. Es soll eine inklusive Bildung geben. Wo wird es diskutiert? Es wird in den Förderschulen diskutiert, weniger in den Regelschulen, die es dann eigentlich betreffen soll. Und wenn man dann überlegt, wie gehen die betreffenden Pädagogen damit um, die es ja umsetzen sollen, die haben Angst. Der Begriff Inklusion, den darf man eigentlich nicht mehr gebrauchen, weil der ist völlig zerstört. Also damit schafft man sich nur noch Feinde, weil er für alles Mögliche gebraucht wird, bloß nicht für das, was eigentlich mit der UN-Konvention gemeint wurde. Und ich denke, hier muss man nochmal einen Schritt zurückgehen und tatsächlich die Menschen mitnehmen, den Menschen in Ruhe erklären und Angst binden und wirklich Begegnung erstmal ermöglichen. Und dann kommt man wirklich in Diskussion und dann kommt man zu einer Vielfaltsgesellschaft, so hoffe ich. Ja, ich würde gern dazu was sagen, weil ich ganz viel mit Lehrkräften, Pädagogen, Pädagoginnen zu tun hatte, hier gerade speziell in Berlin. Es ist nicht so sehr die Angst vor den anderen. Ne? Also soweit ich das feststellen konnte bei den Pädagogen, Pädagoginnen, mit denen ich zu tun hatte. Sondern es geht vielmehr um die Bedingungen, unter denen sie arbeiten und unter denen Inklusion möglich sein muss. Wenn keine Ressourcen da zur Verfügung gestellt werden, wenn kein Know-how zur Verfügung gestellt wird, wenn keine Stellen geschaffen werden, wo sie sich mit Fragen hinwenden können, wenn Prozesse nicht begleitet werden, dann habe ich logischerweise Angst. Und da geht es nicht so sehr um die Angst vor den Kindern jetzt in dem Fall mit einer Behinderung, sondern einfach auch tatsächlich der Angst vor der eigenen Überforderung. Die wenigsten, die ich eben getroffen habe, haben tatsächlich sind gegen
das, was Inklusion ist, gibt es durchaus auch. Es gibt auch absolute Inklusionsgegner und Gegnerinnen, so ist es nicht. Ne? Aber es geht einfach, wenn wir Inklusion wollen, dann müssen wir die Bedingungen schaffen, dass Inklusion möglich ist. Und das ist genau wiederum Aufgabe von Politik, das einfach auch zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Inklusion dann auch letztendlich möglich ist. Das heißt, es muss, ja, wenn es gerade im Kontext Bildung geht, es braucht tatsächlich genügend Ressourcen. Es kann nicht sein, dass ein Inklusionskonzept gemacht wird, wo gleich auf der ersten Seite draufsteht, es ist kostenneutral. Das ist schlichtweg nicht zu machen. Ja, weil Übergangsprozesse prinzipiell auch immer erstmal Investitionen bedeuten. Es ist egal, in welchen Kontext man da hineinguckt. Längerfristig rechnet sich das, ne? Aber natürlich im ersten Moment nicht. Und wenn ich nicht bereit bin, dann nehme ich das auch nicht ernst. Und dann, ne, ich als Menschenrechterin, hat es natürlich auch wieder ganz viel zu tun mit Verletzung von Menschenrechten. Und in den Schulen ist es tatsächlich so, von dem, was ich weiß, ne, dann setzen sie 24, weiß ich nicht wie viele Kinder, in eine Klasse hinein. Dann kommen noch zwei mit einer Beeinträchtigung mit dazu. Aber ohne irgendwelche Unterstützung, ohne irgendwelche Begleitung, weder für die Kinder noch für die Pädagogen und Pädagoginnen. Und für mich gehört zu politischen Konzepten auch nochmal dazu. Schule ist für mich sowieso ein sehr exklusiver Raum. Also es geht auch darum, Schule zu öffnen, eben in andere Gesellschaftsbereiche hinein, ja, in den Sozialraum hinein, in die Wirtschaft hinein, in Vereine hinein. Also da muss man viel mehr noch zusammenarbeiten. Auch das ist für mich Inklusion. Und das hat jetzt nun nicht nur was mit Behinderung auch zu tun, sondern mit der Ermöglichung tatsächlich von dem, was dann wiederum auch in der Konvention steht, Entfaltungsmöglichkeiten von Entwicklung der individuellen Fähigkeiten auch von Kindern und Jugendlichen. Also das ich bin auch der Meinung, dass also ich glaube, wir haben manchmal ein falsches Bild. Das kam auch bei Ihnen raus, was Sie auch gesagt haben. Es gibt sehr gute soziale Zusammenhalt. Es gibt sehr gut ganz viel Solidarität. Aber wir sehen es unter einem anderen Filter, würde ich auch manchmal sagen. Das wird oft nicht wertgeschätzt. Das, was vorhanden ist, das gilt dann einfach nicht, ja. Und wenn wir das nicht, wenn wir und auch Politik das nicht lernt, einfach auch wertzuschätzen, was eigentlich schon vorhanden ist und daran anknüpft, ja, dann ist es auch schwieriger, denke ich mir, auf den Weg der Inklusion zu gehen, egal ob es um Migration geht, egal ob es um Behinderung geht, egal ob es um sexuelle Identität geht. Ich freue mich, dass das mit der Partizipation hier so gut klappt und würde direkt das Wort an Sie übergeben. Dankeschön. Ich bin Ingrid Wagner aus Freiburg. Ich bin Mitglied des Runden Tisch gegen Erwerbslosigkeit und soziale Ausgrenzung, was eine bundesweite Erwerbslosenkoordination ist. Und außerdem habe ich 2004 das Netzwerk Grundeinkommen hier in Berlin mitgegründet, also auch als Delegierte der Erwerbslosen. Und bin im Berliner Arbeitskreis Marginalisierte gestern und heute auch Mitglied, wobei das wirklich mehr ein politisches Engagement ist. Ich würde gerne hier etwas dazu sagen, also erstmal, wie ich mich diskriminiert fühle, nur ganz zwei kleine Punkte, die Sie schon bereits angesprochen haben. Und dann würde ich aber ganz gern was zu den politischen Konzepten sagen, weil ich finde, was hier überhaupt nicht anklingt, sind die sozialen Bewegungen. Und da ist ja niedrigschwelliges Engagement möglich, ja. Ja, aber das muss man ja ausführen, ne? Also viele wissen ja nichts damit anzufangen, weil, also das habe ich vergessen, ich bin auch aktiv im Radio Dreieckland. Das ist das älteste freie Radio der Bundesrepublik. Wir haben ja hier einen Mangel an Gegenöffentlichkeit. Und die Informationsquellen werden eben meistens aus den Mainstream-Medien bestückt. Und deswegen kommen eben die Aktivitäten der sozialen Bewegungen leider etwas zu kurz, finden wir. Jetzt möchte ich aber erstmal was dazu sagen zu den zwei Diskriminierungen, die ich als Langzeiterwerbslose erfahre. Erstens mal Alter, das ist ein ziemlich großes Problem. Ich habe zwei sehr gute Berufe, bin aber seit ich den Stempel 50 irgendwie unsichtbar auf der Stirn trage, werde ich einfach nicht mehr eingestellt. Und dann eben in Baden-Württemberg ist es ja so, dass die Kirchen, wie Sie auch schon ausgeführt haben, sehr starke
Arbeitgeber sind. Und mir ist also schon mehrfach passiert, dass ich eben von der katholischen Kirche nicht eingestellt werde, weil ich eben kein Mitglied einer christlichen Kirche bin. Also ich bin Mitglied einer Glaubensgemeinschaft, aber nicht in einer christlichen. Geht dann nicht. Ich bin aber willkommen als Nachbarschaftshelferin bei der Caritas, ja, ohne Sozialversicherung wohlgemerkt, für einen Stundenlohn von 8,50 Euro. Da habe ich dann auch mit Menschen zu tun, die kann ich dann nicht mehr mit bösen Ideen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen politisch infiltrieren, ist ja klar. Also da kann ich nichts mehr anrichten. Nun mal zu den sozialen Bewegungen, die ich meinte. Also da gibt es ja grenzübergreifende soziale Bewegungen, die finde ich schon, sollte man mit einbeziehen, wenn man von Vielfaltsgesellschaft redet, denn es gibt keine Vielfaltsgesellschaft ohne Wertediskussion. Also das geht einfach nicht. Zum Beispiel gibt es das globale Netzwerk FIAN, das sich für das Menschenrecht auf Nahrung einsetzt. Mit denen haben wir schon sehr erfolgreich Veranstaltungen auch zusammen gemacht. Wir als Vertreter eines bedingungslosen Grundeinkommens sehen da natürlich eine Klammer, wenn sich ein globales Netzwerk für das Recht auf Nahrung einsetzt, ist da ein inhaltlicher Zusammenhang. Und diese Zusammenhänge muss man eben immer wieder betonen. Zum Beispiel könnte ich auch noch sagen, ein Attac führt zurzeit eine sehr erfolgreiche Kampagne durch für Umverteilen. Und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob bei dem Podium heute Morgen, wenn da das Wort von Umverteilungspolitik gefallen ist, ob da wirklich alle gleicher Meinung sind. Also wir zum Beispiel zielen darauf ab, Umverteilung von Einkommen und Arbeit zu fordern. Also ganz wichtige Punkte, die hier in die Diskussion eingebracht werden, die ja auch schon teilweise angesprochen wurden. Also zum Teil eben die Frage nach Klasse als oder soziale Schicht oder wie auch immer als Teil von Antidiskriminierungsgesetzgebung, als anerkanntes Diskriminierungsmerkmal oder eben auch die Frage von sozialen Organisationen. Genau, ich würde direkt weitergeben und weil wir haben ein bisschen eine Zeitlimitation nach hinten und es ist jetzt schon 4:10 und ich würde gerne Ihnen noch die Gelegenheit geben und dann eben auch den Podiumsgästen noch die Möglichkeit zu einem abschließenden Statement. Ja, mein Name ist Lothar Sack. Ich komme von der GGG. Das ist ein altehrwürdiger Verein, der sich seit über 40 Jahren für die gemeinsame Schule für alle einsetzt. Und jetzt durch die Inklusionsdebatte in dem Sinne, dass die Behinderten in erster Linie gemeint sind, denke ich, eine neue Stoßrichtung bekommen hat. Ich würde gerne darauf aufmerksam machen, dass es auch nötig ist, sich Gedanken zu machen, nicht nur über die gemeinsamen Prinzipien, die einer Inklusionspolitik, falls sehr nebulös ist, aber Sie verstehen vielleicht, was ich damit meine, zugrunde liegen, sondern dass man auch Politikfelder identifizieren muss. Und das ist ja in zwei Beiträgen oder in 2,5 Beiträgen auch schon deutlich geworden, dass der Bildungsbereich dabei nicht außer Acht gelassen werden kann. Ich denke, dass er sogar eine Schlüsselstellung hat. Denn die Diskriminierungen, die stattfinden, egal an welcher Stelle wir sie finden, werden ja von Menschen gemacht. Und die Steuerung findet durch Einstellungen statt, die diese Menschen haben. Und dann wird es natürlich interessant, an welcher Stelle solche Einstellungen erworben werden und wie diese Mechanismen laufen. Und das läuft in der Regel über Erfahrungen, die gemacht werden. Die Hirnforschung ist ja vorhin schon mal angedeutet worden. Der Hüter, der schwebte durch die Gegend. Und wenn man das beispielsweise auch noch mit dazu nimmt, dann muss man natürlich sagen, wo werden denn Einstellungen erworben? Wo werden Qualifikationen, wo werden Kompetenzen erworben? Und wenn man jetzt noch sich anguckt, dass, damit wir vernünftig miteinander leben können, so etwas wie Artikulationskompetenz auch noch auftritt, dann merken Sie sofort, natürlich in den Bereichen, in denen Sozialisation stattfindet, in denen Kompetenzerwerb stattfindet, und das ist die Schule. Als ein ganz wesentlicher Bereich, also ich meine nicht nur die Schule, sondern das Bildungssystem, der vorschulische Bereich hat da vielleicht sogar noch schwerwiegendere Auswirkungen.
Und ohne dass wir uns die Diskriminierung, die im Bildungssystem stattfindet und die damit gemachten Erfahrungen vor Augen führen, denke ich, werden wir immer wieder mit bereits erworbenen Erfahrungen und bereits erworbenen Haltungen zu kämpfen haben. Und da denke ich, kommt dem Bildungssystem deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil das dasjenige System ist, was in starker Weise auf die Entwicklung solcher Haltungen einwirkt und wo sie erworben werden. Und ich denke, es ist schon ein Unterschied. Ich mache das mal an einem Beispiel noch fest. Wenn wir die Haltung haben wollen, dass Inklusion gelebt wird, dass also das Unterschiedlichsein etwas ganz Normales ist, dann muss dieses auch in der Institution erfahren werden können, in der wir drin sind oder in der Schule. Und jetzt eine ganz kleine Zahl. Ich habe mal ausgewertet, wie das mit der Integration Behinderter, das ist ja nur ein Teilaspekt von Inklusion, wie das mit der Integration behinderter Kinder in der Berliner Schule ist. Das ist der Schuljahr 2010, 2011 gewesen, jedes 23. Kind in einer integrierten Schule hatte einen sonderpädagogischen Status. Und das ist etwa die Hälfte, wenn man das insgesamt sieht. Also müsste ich ein bisschen genauer ausführen. Aber wenn man sich die Gymnasien anguckt, dann hatte dort jedes 600. Kind einen sonderpädagogischen Status. Und das macht doch deutlich, in welchen dieser Schulen werden entsprechende Erfahrungen ermöglicht. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf Behinderungen, sei es Sinnesbeeinträchtigungen, sei es andere Behinderungen, sondern das bezieht sich natürlich auch zum Beispiel auf die Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit migrantischem Hintergrund. Und ich denke, dass andere Erfahrungen zu ermöglichen beim Erwerb und bei der Bildung von Einstellungen, das ist für meine Begriffe ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sodass eine geringere Disposition dafür entsteht, dass Diskriminierung stattfindet. Das scheint mir ein Schlüsselfeld zu sein, in dem jede reingesteckte Mark, hätte ich jetzt fast gesagt, jeder reingesteckte Euro, sich sehr, sehr stark, denke ich, gut auswirkt. Und deshalb, denke ich, sollten wir versuchen, auch solche Politikfelder ausfindig zu machen, in denen es in besonderer Weise nötig ist, zu wirken. Dankeschön. Ganz vielen Dank. Ich muss leider aus Zeitgründen die angedeutete Fishbowl schließen, aber ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Beiträge, die Sie gemacht haben, weil die einfach zeigen, dass es so viele verschiedene Aspekte gibt, die man hier in der Diskussion vertiefen könnte und müsste. Und würde gerne die ReferentInnen einladen, ein abschließendes Statement, also abschließend im Sinne von abschließend diese Diskussion hier zu geben. Ich habe eigentlich alles gesagt inhaltlich, was ich sagen wollte, und möchte nicht nochmal was wiederholen. Ich nehme eine ganze Menge mit und ich bin immer sehr, sehr froh, wenn ich aus der politischen Praxis, die oft so klein ist und auch manchmal so gegen, raus kann und so eine gute Diskussion führen kann wie hier. Vielen Dank. Ja, ich möchte auch nicht weit ausholen. Ich würde gerne noch mal ein paar Punkte, die angesprochen wurden, die ich aber besonders wichtig finde, ansprechen. Einmal denke ich in politischen Strategien gegen oder für Inklusion müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, wo sind eigentlich Barrieren oder wo findet Diskriminierung eigentlich statt? Ich denke, dass da dann auch nochmal deutlich wird, da kann ich an Ihren Beitrag anschließen, dass gerade auch der Bildungsbereich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bereich ist, an dem wir arbeiten müssen, wo Diskriminierung aufgrund der unterschiedlichsten Gründe auch stattfindet. Sei es die soziale Herkunft, sei es die ethnische Herkunft, sei es die Nicht-Thematisierung von anderen geschlechtlichen Identitäten oder sexuellen Identitäten an deutschen Schulen, das Mobbing, das schwule und lesbische Schüler an Schulen erfahren. Und man kann das noch weiterführen.
Gleichzeitig wird an der Stelle aber auch deutlich, wie viele Widerstände es eben in der Gesellschaft, wir sind hier ja alle irgendwie an dem Thema dran, weil wir uns dafür interessieren und für Inklusion arbeiten wollen. Wenn wir da weiter in die Gesellschaft reingehen, glaube ich, würden die Debatten wesentlich kontroverser werden. Und auch die Frage der Gelder, die da sind, um Inklusion zu verwirklichen, hängt ja damit zusammen, wie sehr will unsere Gesellschaft Inklusion eigentlich. Und wenn man sich da die Schule anschaut, da sieht man mit unseren getrennten Bildungssystemen, da sieht man mit der Diskriminierung, die beim Zugang zum Gymnasium beispielsweise Schüler mit Migrationshintergrund erleben, Schülerinnen und Schüler, dass da eben, wie viele Widerstände es in der Gesellschaft noch gibt. Ich hatte das ja heute Morgen auch nochmal aufgeführt mit den Widerständen, die es gegen Antidiskriminierungsgesetzgebung gibt. Das würde ich ganz gerne nochmal ins Gedächtnis rufen, weil ich glaube, politische Strategien müssen nicht nur da ansetzen, wie könnte man es gut machen, sondern wie kriegt man die Menschen überhaupt überzeugt, da mitzugehen. Ja? Und kann ich dann auch nochmal auf den Bereich, in dem ich ganz viel arbeite, hinweisen, den ich wichtig finde und wo meiner Meinung nach viel mehr andere auch dran arbeiten sollten, nämlich an Öffentlichkeitsarbeit und an Aufklärung zu diesen Themen, das an Schulungen zu diesen Themen in den unterschiedlichen Lebensbereichen finde ich ganz wichtig. Vielen Dank. Gut. Ja, also Schulungen, knüpfe ich gleich da mal nochmal an, Schulungen finde ich total wichtig, aber wichtig finde ich, ist tatsächlich auch lebbar zu machen. Ja, also wie auch gerade angedeutet wurde, weil ich kenne das tatsächlich auch, ich habe eine Tochter mit Down-Syndrom, ich habe das an den Kindern gemerkt, ob die in der Integrationsschule waren oder nicht, auf die Art und Weise, wie die mit meiner Tochter umgegangen sind. Also es muss lebbar sein, ne, tatsächlich. Und Schule muss sich auch, um da auch nochmal darauf zurückzukommen, tatsächlich auch von dieser Vorstellung verabschieden, dass alle Kinder zur gleichen Zeit, im gleichen Maße, im gleichen Tempo, mit den gleichen Methoden das Gleiche lernen. Letztendlich ist genau das Konzept, was hinter Schule steht, und das führt zu Segregation, ganz klar. Und es ist auch dafür angelegt, um zur Segregation zu führen. Also muss ich nochmal auf Bildung eingehen, weil das so ein Lieblingsbereich von mir ist. Ne? Ansonsten denke ich mir, ist es mir nochmal so wichtig zu gucken, auch was bedeutet es eigentlich, da sind wir jetzt gar nicht näher drauf eingegangen, so Aufstieg, soziale Durchlässigkeit. Also was bedeutet es für Menschen zum Beispiel, die als schwerst mehrfach behindert bezeichnet werden? Wo bleibt da letztendlich Chancengleichheit? Und für mich steht einfach die Frage dahinter, woran messe ich den Wert eines Menschen? Ja, es wird da zunehmend mehr tatsächlich an Bildungsbiografien, an Einkommen, an solchen Dingen gemessen, als tatsächlich im menschenrechtlichen Sinne, dass der Mensch per se einfach eine Würde hat und damit einfach einen Wert hat. Ja, und da klafft für mich so ein bisschen das, was so als Neoliberalismus bezeichnet wird, mit dem, was Inklusion eigentlich will, auch auseinander. Und für mich ist es einfach die Frage, wie schafft man das tatsächlich dann auch eben in Richtung Inklusion zu gehen, trotz dieser widerstrebenden Bewegungen. Ja, damit würde ich es einfach erstmal belassen mit dieser Frage am Schluss. Okay, vielen Dank. Ich werde an dieser Stelle überhaupt nicht diesen Versuch machen, das in irgendeiner Weise zusammenzufassen und zu bündeln, weil ich es wichtig finde, es auch so stehen zu lassen in der Vielfältigkeit, die hier aufgemacht wurde. Und ich blicke ganz neugierig zu der visualisierten Protokollierung dieser Sitzung, wo ich Sie auch einladen möchte, sich das anzuschauen, weil ich bin mir sicher, dass da ganz viel zusammengefasst wurde, was hier kam. Und wir nehmen ganz viel mit. Für den Moment möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Teilnehmenden hier auf dem Podium für ihre Inputs, Impulse, Statements und so weiter. Auch ganz herzlich bei Ihnen, die sich eingelassen haben auf die Beteiligung hier vorne auf dem Podium. Und ganz herzlich auch bedanken möchte ich mich bei den Dolmetscherinnen, die das Ganze hier in ganz toller Arbeit simultan übersetzt haben. Ich hoffe, dass wir viel mitnehmen, und wir haben sicherlich auch noch eine spannende weitere Diskussion dann nach der Kaffeepause. Dankeschön. Applaus